Podcast. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Plotcast. Epischen Episode und vor allen Dingen ganz besondere Episode, weil es jetzt die erste Episode ist, wo wir nicht bei Max zu Hause am Tisch sitzen. Und ja, okay, also abgesehen von der Folge, wo wir im Park lagen, die erste inhaltliche Folge auch, wo wir mal unterwegs sind. Also keine Sirenen heute, keine Trinkspiele, die man nebenbei machen kann. Wo sind wir denn? Wir sind in Mannheim. Wunderschön, wunderschön. Oh, ich bin begeistert. Ja, wir sind hier aus einem ganz besonderen Anlass, den wir gleich vielleicht auch mal ein bisschen ausführen werden. Und zwar besuchen wir den guten Kollegen Johannes, a.k.a. Cop Dicky, a.k.a. eine Hälfte von Dong Kong. Und hallo. Hallo, hallo, hallo. Schön, dass du dich traust, dich mit uns ans Mikrofon zu begeben. Das ist echt ein bisschen witzig, ne? So. Ja, gespannt. Ja, wir sind hier bei dir im Studio in Mannheim. Kannst du irgendwas über diesen Studiokomplex hier kurz erzählen? Ich finde das irgendwie ganz interessant. Das ist hier in Mannheim Vogelstang. Hier befinden sich die Naidu Herberger Studios. Das ist grob gesagt eben ein größerer Gebäudekomplex, den sich Xavier Naidu und ein Keyboarder von den Söhnen Mannheims geleistet haben. Und hier sind viele Studios drin, so 5, 6 Studios insgesamt. Man kann sich hier quasi einmieten, ich bin ja auch als Mieter. Und hier mit Küche und eigentlich auch noch einer Studiowohnung, wo wir auch vielleicht hätten pennen können, hat das leider nicht funktioniert. Aber genau, ist ja echt ein großes Gebäude, gibt es nicht mehr allzu häufig in der Größe in Deutschland, würde ich mal schätzen. Also wir, für Conny und mich natürlich irgendwie jetzt hier die große weite Welt auf einmal in Mannheim. wir hängen hier rum und in der Küche sieht man auch den einen oder anderen Star aus Film und Fernsehen. Man kann die Gesichter meistens nicht zuordnen, weiß, aber das sind irgendwelche krassen Leute, die schon Top Ten Hits hier gelandet haben. Genau, also das lag jetzt eben auch gerade dran, dass hier auch diese Sing My Song Sendung gemacht wird und dann rennen hier häufiger solche Leute rum. Ich warte halt die ganze Zeit Xavier Naidoo zu begegnen. Die Chance ist eigentlich am Wochenende ganz hoch. Der kommt da halt echt meistens nachts. Also immer viel nachts hier. Ist auch so eher ein kompletter Nachtmensch, habe ich das Gefühl. Aber die Chance ist eben hoch, weil eben hier auch eine Wohnung ist. Ja. Ich habe auch so ein paar Xavier Naidoo-spezifische Fragen einfach vorbereitet, weil ich dachte, wir sind hier in Mannheim, du bist hier in diesen Naidoo-Studios und ich dachte mir so, naja, so nah kommt man an diesen Naidoo wahrscheinlich nie dran. So. Also ein paar Fragen, ich weiß nicht, wie intim das wird, du kannst natürlich auch jedes Mal sagen, nee, darauf möchte ich jetzt nicht antworten. Wir sind schon so BFF-mäßig, ja, also ich weiß eigentlich alles. Die wenigsten wissen, dass der gute Cop Dicky, guter Produzent von zum Beispiel Sorgenkind, April, Migo oder andere Leute, die auch in unserem Umfeld sind. Für uns selbst hast du, glaube ich, irgendwie gar nicht so richtig produziert. So Tanzmucke Remix. Ich habe mal was angefangen. Wir müssen auch über diese Remix-Kultur auf jeden Fall auch noch später sprechen. Okay. Auf jeden Fall, du hast auch schon mal ein Album, zumindest ein Album mit Xavier Naidoo zusammen gemacht, ne? Und alle denken sich, was, wie? Ja, genau. Also dadurch bin ich ja eigentlich ins Studio reingekommen. Das war vor, 5 Jahren. Da wollte Xavier eben mal komplett ausbrechen aus seinem Xavier Naidoo-Alltag, der gefühlvolle erwachsene Mann, ja, und hat einfach mal angefangen, Texte auf Englisch zu schreiben, mit Autotune, was jetzt damals noch nicht ganz so etabliert war wie heute. So. Da haben sich dann auch viele drüber lustig gemacht nachher, dass er halt das verwendet hat. Und genau, dann kam ich hier ins Studio und die hatten voll Bock, irgendwie auf elektronische Dubstep-Sachen jetzt Songs zu bauen. Also wirklich, es waren noch harte Sachen. Also es waren so, ich habe ja damals eben privat viel Dubstep gemacht. Und aber eher düstere Sachen, sehr harte Sachen. Eben nur mit Drops und ganz wenig jetzt solche Sachen wie Akkorde oder irgendwie schöne Melodien hatte ich da gar nicht drin. Und genau, dann hat er angefangen, wirklich auch total abgründige Texte zu schreiben. Ich glaube, in einem Song geht es auch irgendwie auch um eine Art Vergewaltigung oder so.
Also es ist schon... Aber nichts, aber alles noch im okayen Bereich, weil wir kennen ja alle den guten Hidden Track auf dem Savage-Album, der für viel Furore gesorgt hat. Ich weiß jetzt gar nicht, was du meinst. Nee, das waren eher in so eine Geschichte, also wie eine Geschichte erzählen. Mhm. Einfach, es war nicht so, dass er jetzt irgendwelche Aussagen getroffen hat. Allgemein hatte ich bei dem Album das Gefühl, es war eher so ein, er konnte halt Sachen rauslassen, die er, glaube ich, sonst nicht rauslassen wollte. Er hat auch mehrere Songs, wo er einfach so geschrien hat, fast schon. So, da dachte ich mir einfach, okay. Eine Therapie, einfach dieses Album wahrscheinlich, ne? Ja, vielleicht. Ja, krass. Also ich will diesen Naidoo-Part auch nicht jetzt so riesen lang ziehen. Ich habe mal gehört, dass bei Xavier Naidoo zu Hause oder, ich weiß nicht, im Studio oder irgendwo ein riesiges Glas Nutella steht, wo alle Besucher mal reinlangen dürfen. Ah, weil er als er aufgewachsen ist. Mal eins. Weil er nie Nutella hatte, als er aufgewachsen hat, hat er sozusagen immer jetzt ein riesiges Glas Nutella. Ach, krass, okay, die Story dahinter wusste ich gar nicht, aber wir hatten hier, das ist aber schon länger nicht mehr da, als ich hier ankam, gab es hier schon so ein großes Glas. Das, also, ja, krass, wirklich, ja? Ja, ja. Also, ich weiß nicht, wie viel da drin war, aber es ist schon mindestens ein Kilo oder so, keine Ahnung, also richtig gestört, riesig. Es war aber halt auch leer, ne? Also okay. War nicht mehr viel zu holen. Aber es war einmal da. Das ist es gibt's cool. Wirklich, aber krass, ja, die Story dahinter habe ich noch nie gehört. Wahnsinn, wo hast du das denn gehört? Ich weiß es nicht. Bist du in so Foren unterwegs? Ich habe keine Ahnung. So in dem Mannheims-Forum. Ich bin bei den Naidoo-Anhängern und wir tauschen uns aus. Okay. Ich habe auch noch, ich meine, wenn man über Xavier Naidoo redet, kommt man eigentlich nicht drum herum. Man muss irgendwie mal kurz jetzt darüber reden, dass er ja sehr populistische Äußerungen hat. Ja. Nicht vielleicht zu einem gewissen Maß unter Verfolgungswahn leidet. Ich will gar nicht da irgendwie jetzt drauf eingehen. Ich dachte, ich wollte es jetzt nur mal kurz erwähnen, weil man hört ja auch immer wieder, dass ich habe zum Beispiel mal ein Interview mit Eisfeld gesehen und da spricht er super gut über Xavier Naidoo und was ich irgendwie so einleuchtend fand, er meinte dann so, ey Mann, egal was der da jetzt da und da verzapft hast, wenn ich mit dem den sehe, dann ist er total der umgängliche, liebe Mensch, der mich danach fragt, wie es meiner Tochter geht und sowas. Ja. Und irgendwie fand ich das ganz interessant, wie ist Xavier Naidoo eigentlich? Das, also eben, ich kann da eben auch einfach größtenteils nur Dinge drüber sagen, wenn man ihn persönlich trifft. Und das muss man wirklich sagen, er ist ein super lieber Mensch. Er ist der ist extrem, also der pflegt eine große Nächstenliebe, also der hilft dir immer. Ich weiß noch, als ich hier ankam, war ich hier frisch nach Mannheim gezogen und ständig war mal irgendwas. Beim Umzug geholfen, noch ein paar Kartons. Das hätte der gemacht, weißt du, wenn ich gesagt hätte, ich brauche das und das für einen Umzug, das gibt der dir einfach. Und natürlich, man muss ja auch sagen, er ist natürlich auch in der Position, er kann geben, ne? Also ihm geht's ja gut, ihm geht's sehr gut. Und ich glaube, er merkt manchmal nicht, dass er damit Menschen auch in so eine Abhängigkeitsstellung bringt. So, ich habe zum Beispiel so über ein Jahr bin ich ein Auto gefahren von ihm, also ein Audi, in dem BMW war es, genau. Und ganz am Anfang war ich halt so geil, ich habe ein Auto, voll cool. Und irgendwann ist es irgendwie komisch, so, weil du halt... Und das merkt er, glaube ich, gar nicht. Auch manchmal will er einmal irgendwie einfach Geld geben oder so. Oder weißt du, es gab einfach so viele, ja, irgendwie, wo man sich ja entscheiden muss, okay, nehme ich das jetzt an oder nicht? Und ich habe irgendwann gemerkt, dass gerade wenn man hier länger ist, muss man dann eben lernen zu sagen, hey, nee, danke, alles cool, ich brauche das nicht. So. Aber ich finde, so er von ihm aus ist halt ein Ultra-Geber-Typ, ultra lieber Mensch, ist hier zu jedem super freundlich, sagt zu jedem Hallo. Muss man wirklich sagen. Also das ist wirklich, das finde ich schon krass. Auf jeden Fall. Gut, also er ist jetzt nicht hier, klopft an die Tür und lässt irgendeine Verschwörungstheorie kurz raus und dann evakuiert. Nee, ich glaube eben schon, er beschäftigt sich halt sehr viel mit solchen Themen, auf jeden Fall. Er liest viel, er trifft sich viel mit Leuten, die auch, glaube ich, in solchen Kreisen da eben viel, viel unterwegs sind. Und natürlich, wenn man hier ist und er ist hier, kriegt man das schon mal mit, wenn er irgendwie in der Küche ist mit irgendwie Freunden. Dann kommt das Thema schon mal auf. So, oder ich weiß noch, als Wahlen waren mit Trump und Hillary hier, war hier in der Küche, da wurde einiges besprochen. So, ne? Und das ufert dann auch ganz schön aus teilweise. Aber so generell, der geht es nicht zu dir hin und sagt dir erstmal, hey, Junge, pass mal auf, so sieht's aus. Der ist erstmal persönlich cool und chillt eigentlich. Ja.
Okay, ja. Es reicht ja auch schon mit Xavier Naidoo. Ich dachte, wir lassen die Umstände hier nur ein bisschen mal erläutern, wo ja. wir hier gerade sind, so in Mannheim ja. City. Conny, was ist denn eigentlich unser Thema heute? Ja, wir haben es schon länger auf der Agenda. Irgendwie hatten wir immer dieses Stichwort Selbstständigkeit stehen. Und das kommt ja irgendwie halt daher, dass Max und ich, also ich hatte ja irgendwie meine eigene Firma und auch Max hat schon immer sehr viel selbstständig gearbeitet, hat inzwischen ja auch eine eigene Firma. Und da haben wir irgendwie gedacht, das gehört irgendwie so zu uns. Und als wir jetzt überlegt haben, welches Thema könnten wir denn mit Johannes besprechen, hat Max irgendwie gesagt, ja okay, Johannes ist ja auch selbstständig und ist ja nicht nur, also sozusagen nicht nur selbstständig, sondern auch als Künstler selbstständig. So eine Sache, die für uns auch immer super interessant war. Nie haben wir es vollständig umgesetzt, so, aber irgendwie für dich ist es ja, und als wir jetzt die letzten Tage drüber gesprochen haben, hast du es ja auch, glaube ich, gesagt, dass du eigentlich schon direkt aus dem Studium raus oder aus der Schule raus. Ja, so halb, ja. Ich habe eine Ausbildung gemacht. Ja, oder aus so einen Berufskolleg gemacht und dann direkt in die Selbstständigkeit eigentlich fast. Ja. Genau, und dass du da sozusagen eigentlich dann auch direkt eingestiegen bist und das ist eigentlich dann jetzt für uns perfekt einfach, um das mal zu nehmen irgendwie und darüber zu sprechen. Und ich finde es voll interessant, mal auch so ein bisschen von deiner Perspektive so zu hören, wie Selbstständigkeit für dich funktioniert und wo sind die Schnittmengen zwischen meiner Selbstständigkeit, die ja in einer anderen Branche einfach passiert ist, und wie gibt es da einen Unterschied zu diesem Künstlersein? Was ist mit solchen Legenden wie Brotlose, oder was heißt Legenden, aber was sind solche Klischees, was ist mit solchen Klischees wie Brotlose Kunst und von wegen Beruf versus Berufung, also kann ich sozusagen, wie viel wert ist es mir, etwas zu machen, was ich liebe, und komplett frei und kreativ zu arbeiten, auch wenn ich dafür vielleicht weniger Geld habe als die anderen, sozusagen, ne? So ja. über diesen ganzen Themenkomplex würde ich eigentlich ganz gerne, oder wollen wir eigentlich ganz gerne irgendwie ein bisschen sprechen. So, da haben wir. Aber hast du immer noch eine Firma eigentlich, oder hattest du die? Also das, der Firmendschungel des Konstantin Höft ist ein ist wenig undurchschaubar. Also ich habe eine GmbH, ich hatte eine, also die ist jetzt gerade mehr oder weniger as we speak, wird die gerade zugemacht, weil es halt sehr lange dauert, um die platt zu machen. Okay. Wir haben eine gegründet 2013 mit dem Hendrik, unserem Bassisten, und noch einem weiteren Kollegen. Und die hat gehalten etwa 3 Jahre. Okay. Und dann haben wir uns entschieden, einfach aus persönlichen Gründen, die wieder abzuwickeln. Und das hat jetzt halt einfach 1,5 Jahre lang gebraucht, bis die halt komplett fertig ist. So. Ja. Und ich warte jetzt im Moment noch, ich hoffe, dass jetzt demnächst noch ein bisschen was von dem Geld, was da in die Firma geflossen ist, auch wieder an mich zurückkommt. Stimmt, GmbH bedeutet ja mit Kapital. Einlage, ja. Genau. Ja. Wow. Da haben wir auch alle Geld eingelegt und so. Ja, und darüber hinaus gibt es halt noch irgendwie, wir haben ja auch für den Plot haben wir auch ein Label gegründet. Ach, GbR wahrscheinlich, oder? Da haben wir eine GbR gemacht und dann gibt es noch so ein paar andere Sachen. Natürlich hatte ich eine Zeit lang auch mein eigenes Gewerbe, und dann aus der Firma, aus dieser GmbH ist noch eine andere Firma entstanden, das, weil wir da was entwickelt haben, was jetzt noch weiterverkauft wird. Also Standard GbR, 10 GbR. Ja, so. GbR, Standard, das ist Wahnsinn. Ja. Aber was hast du für eine Firma, Max? Also die genaue Rechtsform ist eine KG. Dort hat man keine Kapitalanlage, sondern man ist persönlich haftend. Oh, also okay. Wenn irgendwie shit hits the fan, so, dann bist du weg. Ja, das hat alles steuerliche Gründe und bla. Es ist auch ein familiäres Unternehmen. Das ist jetzt nicht, es hat auch nichts mit der Medienwelt zu tun. Das ist wirklich was ganz anderes. Mhm. Deswegen will ich auch gar nicht jetzt so viel darauf eingehen. Ich führe halt diese KG, dann haben wir noch ein paar GbRs, ja, genau. Aber ich bin jetzt nicht mehr so krass in der Selbstständigkeit. Also wenn man diese KG jetzt als selbstständig betitelt schon, aber es ist irgendwie, es ist nicht der typische Hustle-Selbstständigkeit, den ich von früher irgendwie kenne, so, wo man irgendwie... Ja, okay, aber ich glaube, was ich halt irgendwie interessant finde, oder ich würde halt, also die Frage ist halt, wie viel Schnittmenge gibt es? Und ich glaube auch, in deiner KG hast du ja die Sache, dass sozusagen die Sache bleibt an dir hängen. So, du bist letztendlich der Typ, der es entweder selber macht oder delegiert und dann wiederum kontrollieren muss, ob es ordentlich ausgeführt worden ist. So, ne? Ja. Und das sind ja letzten Endes so die Sachen, die ja auch die Selbstständigkeit ja auch, oder
ein wichtiger Teil einfach der Selbstständigkeit. Absolut. So. Ziemlicher Pain. Also ich finde, es immer wieder so, wenn man so, wenn man jetzt eine GmbH, KG, also alles, was so mehr als GbR ist, wo irgendwie Geld drinsteckt, wo irgendwie so Attachments mit dabei sind, ist eine mega Verantwortung, die ja auf einem lastet. Also ja. ich merke, dass da schon ein paar graue Haare mehr seitdem. Ich glaube, das ist sowas, darauf hätte ich auch, also ich würde das halt nur mit Leuten machen, die ich sehr, sehr lange kenne. Und sehr, sehr gut kenne. Also ich habe jetzt eben mit meinem Kollegen Thomas, haben wir eben als Don Kong jetzt auch eine GbR gemacht, was ja eben super entspannt ist. Mhm. Aber da jetzt irgendwie auch was Größeres draus zu machen oder so, da wäre ich so vorsichtig irgendwie, weil ich weiß nicht. Also. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, so aus meiner Erfahrung ist es so, das kann auch mit Leuten, die du lange und gut kennst, natürlich. Das auch ein Problem sein. Ja, so. Ja. Also don't mix business and friendship, ja, oder wie man sagt. Ich mal jetzt sehr viel Erfahrung und sowas, alles was mit Freunden, Firmen gründen und bla und so, muss ich ganz ehrlich sagen, mittlerweile denke ich, wenn ich jetzt noch eine neue Firma gründe, dann will ich eine ganz klare Hierarchiestruktur haben. Also am besten keine Freunde, sondern... Ich glaube, man kann mit Freunden auch machen, aber ich habe das Gefühl, wenn man dann alle gleichgestellt sind, dann gibt das, irgendwann wird es Probleme geben. Also das ist immer, weil immer, wenn man in so Teams arbeitet, da arbeitet immer einer mehr als der anderen und irgendwas kommt dann mit unfair und bla und wie wird das Geld behandelt oder so. Also klare Strukturen von vornherein schaffen. Also klar sagen, okay, ich führe die Firma und ihr seid angestellt oder so. Oder wir zu zweit, also irgendwie klein halten, dieses Ding und so. Also das würde ich echt sagen. Also sobald es irgendwie 4-5 Leute sind, die alle gleichgestellt sind, so irgendwann hat man das Gefühl, ja, irgendeiner ist außen vor, mit allen immer alles durchsprechen, jede Entscheidung treffen und sowas. Ja, also bin ich vorsichtig. Das ist aber auch sowas, solche Strukturen zum Beispiel, das finde ich relativ interessant, weil sowas gibt es im Musikbereich halt nicht so wirklich. Da verschwimmt es auch extrem, so das Persönliche und das Berufliche, weil man eben, man macht halt mit Leuten zusammen Mucke. Ne? Das ist ja eigentlich das, was man jetzt macht, wenn man sich als Musiker selbstständig macht. Und natürlich alles auch teilweise dann irgendwie auf geschäftlicher Basis. Aber es ist trotzdem sehr persönlich. Ne? Egal, ob du jetzt mit einem Künstler da hockst oder irgendwie mit was auch immer, mit einem Gitarristen, total egal. Und gleichzeitig, genau, gibt es aber immer so eine geschäftliche Komponente, die auch fast kein Musiker, also die meisten Musiker, die ich so kenne, mögen das Thema nicht. Die reden sehr ungern darüber, über Geld generell oder irgendwie. Weil das Ding ist ja, wenn man sich hier im Studio trifft zum Beispiel, willst du einfach einen Song machen. Ja? Du willst einfach Musik machen, und nicht drüber reden. Du willst nicht drüber reden, hey, wie machen wir das eigentlich mit der GEMA? Oder hey, gibt es eigentlich ein Budget und solche Sachen? Das ist ein sehr unangenehmes Thema. Ich glaube, das ist allgemein eben schon was sehr Spannendes so an dem ganzen Musikgeschäft, ist eben, dass es irgendwie, also ich habe so das Gefühl, man macht es halt mit. Also ne, natürlich, ich will ja auch Geld verdienen damit. Das ist auf jeden Fall das Ziel. Ich will es weitermachen. Ich will auch gerne natürlich viel Geld damit verdienen. Da würde ich niemals Nein sagen. Aber in Verbindung mit der Musik ist es immer, man hat irgendwie immer ein bisschen Angst davor. Man hat so ein bisschen Angst, dass man irgendwie, dass man davon so übernommen wird, dass so diese kreative Arbeit da dann aufhören muss und da dann irgendwie so Geschäftssinn reinkommt. Ich bin ja auch so reingerutscht. Ich habe ja eigentlich nur Musik gemacht. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, okay, krass, jetzt kriege ich halt viel Geld dafür. Das war eben hier mit Xavier, habe ich einfach Geld bekommen. Und dann habe ich halt gecheckt, okay, jetzt muss ich mich selbstständig machen, weil, ja, muss ich. Und kommt die erste Steuerzahlungsbescheid und du denkst dir, Alter, was? Ja, genau, fuck. Weil, also ich habe das ja nie geplant. Ich will jetzt selbstständig werden und cool, mal gucken, wie das wird. Sondern die haben mir gesagt, hier, wir können dir Geld geben. Du musst dich selbstständig machen, such dir einen Steuerberater. Seele verkaufen, fertig. Genau, du musst hier und hier unterschreiben und dann musst du alles für uns tun. Und noch einen Huhn schlachten und so. Genau. Und ich bin da eben so reingeschlittert und das ist aber trotzdem genau so ein Thema, gerade so dieser ganze geschäftliche Teil, der bis heute eigentlich immer noch, ja, also es ist ein großes Thema, vor allem auch mit anderen Musikern. So, darüber redet man echt viel und häufig. Weil, ja, alle irgendwie, ich meine, man ist halt als Musiker irgendwie auch ein Kind, finde ich. Man spielt so und wenn man halt das zum Beruf macht, spielt man beruflich, ist ganz geil, finde ich, so wie Fußballspieler oder so.
Und dann kommt halt jemand und oder dann kommst du irgendwann selber zu dir selbst, zu deinem spielenden Ich und sagst so, jetzt müssen wir aber auch gucken, was wir damit machen. So, was du da jetzt gespielt hast oder so, was du da gebaut hast mit dem Turm. Und das war für mich damals der Zeitpunkt, wo so diese Umgewöhnung kam, so ein bisschen, okay, krass, ich stelle jetzt Rechnungen. Weil man muss ja auch sagen, ich bin auch ein Musiker, der sich selbst jetzt, ich schwanke so zwischen, ich finde mich richtig geil und ich finde mich richtig kacke, so. Und ich war jetzt nie so der Typ, der gesagt hat, ja klar, Alter, gib mir 1000 Euro für den Beat, machen wir so. Sondern ich war halt eher so, ja, ist halt so, ich habe so ein Beat gebaut und so und der ist ganz cool, willst du mal irgendwie was drauf machen und so. Ich war immer so Understatement-mäßig. Mhm. Und wenn man dann eben so auf diese Welt trifft, in der man dann halt Rechnungen stellt und über Geld spricht, ja, das war für mich auf jeden Fall so die ersten Jahre so komplett Neuland, auf jeden Fall. Ich glaube aber so, dass dieses so unsicher sein mit sich selber und zwischendurch mal denken so, boah, geil, und manchmal denken so, wie klein bist du eigentlich? Ja. Ich glaube, dass ist jeder, der schon mal in irgendeiner Weise künstlerisch gearbeitet hat, so etwas schon diesen Moment auf jeden Fall erlebt hat. Ja. Auch in meiner sonstigen Selbstständigkeit, also auch die unabhängig war von dem Künstlersein, gab es natürlich auch Momente, wo ich irgendwie dachte so, du bist eigentlich nur ein kleines Licht, und dann hast du aber trotzdem Momente, wo du irgendwie einen anderen, also wir hatten ja eine Agentur, so eine Medienagentur, Webseiten, Online-Shops und so ein Kram gebaut, und dann kommst du halt aber dann doch mal in eine andere Agentur oder lernst, arbeitest mit einer anderen Agentur zusammen für einen und denselben Kunden, da merkst du halt aber auch, okay krass, die kochen auch alle nur mit Wasser, so, weißt du, die machen das genauso, und dann bist du aber wieder so, okay, alles klar, ich bin doch eigentlich, also nicht weit von dem entfernt, was andere machen, so, ne, ich glaube so dieses Springen zwischen wie viel bin ich denn eigentlich wert oder bin ich jetzt gut oder nicht, ist glaube ich eine Sache, die man vor allen Dingen, also die, da würde ich schon fast sagen, also das findet man tatsächlich auch in anderen Bereichen der Selbstständigkeit irgendwie, weil letztendlich fällt es auf dich zurück und du fragst dich einfach, wie stark ist die Basis, und die Basis bist du halt eben selber, ne? Wenn du irgendwo Arbeitnehmer bist, denkst du, okay, wenn jetzt hier irgendwie Scheiße passiert, dann fällt das auf meinen Arbeitnehmer zurück, und dann kannst du dich einfach fragen, wie stark ist mein Arbeitnehmer, wie stark ist die Basis, die er mir bietet, und das kannst du halt, weil es außerhalb dir ist, kannst du das irgendwie besser und nüchterner betrachten, aber wenn du sagst, okay, du bist die eigene Basis, auf die das zurückfällt, ist halt irgendwie immer ein bisschen schwierig, das irgendwie zu objektiv, weil wie willst du sozusagen da dich selber objektiv betrachten, ne? Das funktioniert halt nicht. Eben, ich finde auch, dass man dann eben sich selbst oder dem, was man macht, einen Wert gibt. Einfach, das war für mich damals einfach so komplett krass. Und das andere, dem man auch einen Wert geben, wo man erstmal denkt so, hä, das ist ja teilweise dann viel zu hoch, wo ich so denke so, hä, würde ich selber nicht so sehen. Und dann lernt man erst über die Jahre, dass es eben so viel wert sein kann und sein darf auch, vor allem, dass ich das auch zulassen darf. So. Das war für mich auf jeden Fall was ganz Neues. Ich meine, du bist ja in einem Metier als Musiker, als freischaffender Produzent irgendwie, das erträumen sich natürlich viele, dass sie das sein können. Aber wie du schon sagst, habe ich auch geträumt. Ja. Auf jeden Fall. Das ist ja schon, ja, also wirklich, also, aber es hört sich bei dir so ein bisschen leicht an, dass du da jetzt bist. Und das, ich bin da so, einfach, und ich bleib da jetzt. Genau. und immer. Ich meine, wenn man Geschichten hört und bla, und das Musikerleben ist so ein hartes Brot und. Es ist halt immer das Ding. Ich will nicht rumheulen, so. Mich regt es ein bisschen auf. Es gibt viele, sehr, sehr viele, die halt sich viel beschweren. Das meine ich. Die normale Perspektive, aus der raus das erzählt wird, ist immer Struggle. Irgendwie die Opferrolle. Genau, und absolut. Das merke ich jetzt bei dir jetzt gar nicht zum Beispiel. Also gerade in den letzten Jahren eben durch ganze Spotify, Streaming, keiner kauft mehr Alben. Ja. Ich verstehe das natürlich vor allem bei Künstlern, die etabliert sind oder eben, sagen wir mal, die jetzt früher Platten verkauft haben und jetzt keine mehr verkaufen. Ich verstehe, dass man dann ultra frustriert ist. Ich muss halt sagen, ich habe halt diesen Frust nicht, weil ich von Anfang an digital Musik gemacht habe. Ich habe von Anfang an, ich bin ja auch so Internet-Kiddy, ich habe eben so Dubstep-Kram gemacht, so quasi so eine Internetkultur. Wahrscheinlich alles selber beigebracht. Genau, ich komme da. Hast du eigentlich ein Instrument gelernt? Schlagzeug habe ich, gespielt, ziemlich lang. Und genau, aber ansonsten nichts. Mhm. Und eben, ich komme eben aus so einer, also ich habe in dem Sinne, ich habe das Gefühl, häufig sind Leute frustriert, die
eben weil sich Dinge sehr verändert haben und weil sie Dinge auch verlieren teilweise, die sie vielleicht vorher hatten, so eine, vielleicht so ein bisschen so eine Kontrolle über ihre Hörer oder so eine Käuferschaft verlieren sie vielleicht, so eine feste. Ich habe halt gefühlt nichts verloren. Ich habe es natürlich schon beobachtet, dass Leute immer weniger Platten kaufen, aber von mir hat noch nie jemand Platten gekauft. Ja, ja, verstehe. Ja. Deswegen, und generell muss man natürlich trotzdem sagen, dass es heutzutage so der Musikmarkt, also wenn mich jetzt jemand so fragt, ey, ich bin Musiker und ich würde mich gerne selbstständig machen, so soll ich das machen? Nope. Dann sage ich immer, Junge, geh nach Hause. Nee, dann würde ich sagen, ich sage halt immer, wenn du es wirklich machen willst, dann mach das so, wirklich, dann mach es richtig und wenn du es gut machst, dann setzt du dich durch, so, und wenn du wirklich den Willen hast, ich glaube da halt schon dran, dass gute Leute sich durchsetzen können, so, also jedenfalls häufig, aber jetzt so rein wirtschaftlich ist es natürlich furchtbar gerade. Also es gibt extrem viele Leute, die Musik machen, eben auch wie ich angefangen habe am Laptop, und immer weniger Geld in der ganzen Wirtschaft. Ja, also es schrumpft ja eigentlich alles. Und es war halt nicht immer so, es war in den 90er Jahren, war es ja gestört, da hattest du halt einen Nummer 1 Hit und warst Millionär quasi. Ja. Und aber ich habe das Gefühl, auch früher waren die Aussichten nicht goldig. Also da war es so ungefähr, ja, da gab es kein Internet und da wurdest du auch eher, warst du eher auch ungehört, weil damals gab es so ein bisschen so diese Legende, dass die Labels irgendwie diese Taschen, diese Reisentaschen voller Demo-Tapes haben und da gehst du halt unter. Und das früher, ist so, ich glaube, früher gab es halt den anderen Struggle. Ich glaube, früher war es eher das Struggle, ich komme da nicht hin, wo die sind. Der Punkt ist halt, früher gab es dann trotzdem immer innerhalb von dieser Industrie, wo du halt sehr schwer reinkamst, ne, gab es aber dann dafür so viel Geld. Ne? Die haben ja so viel Geld rausgepulvert für Alben und für Produktionen und was auch immer. Und wenn du halt mal da drin warst, dann hat es ja ausgesorgt. Ja, du musst nur einmal irgendwie in dieser Maschinerie drin sein. Genau. Ne, und der Struggle da rein war natürlich auch wahrscheinlich auch nicht einfach. Heute ist es halt so, selbst wenn du dich da rein strugglest und sagen wir mal, du hast einen Achtungserfolg oder so einen halben Hit, dann wirst du trotzdem ein Jahr später wieder was bringen müssen, was gut funktioniert. Voll. Weil mittlerweile jeder da rein kann, theoretisch. Ne? Das genau, ist so also, ein bisschen die Offenheit für und jeden. Das ist ja auch das Ding. Das höre ich halt auch häufig so rumgeheule, so alle, es machen alle Musik auf ihren Laptops und bla. Ich finde das eigentlich voll geil, ich finde das voll cool, dass einfach theoretisch jeder Dude einfach irgendwie Kunst machen kann. Mhm. Ne? Egal, ob er jetzt irgendwie in Photoshop irgendeinen Scheiß malt oder so. Mhm. Die Konsequenz daraus ist dann eben, dass viele davon dann auch das natürlich rausbringen wollen und Leuten zeigen wollen. Dann gibt es da eine Riesenkonkurrenz. Aber ich finde so aus der Künstlersicht ist es super geil. Aus wirtschaftlicher Sicht ist es natürlich schwierig heutzutage auf jeden Fall. Ich habe daran anknüpfend einen ganz coolen Ausschnitt gefunden. Ich werde natürlich jetzt auch wieder Links aussammeln. Das ist ein Zeitartikel, einfach irgendwie 2-3 Seiten von einem Musiker, der irgendwie so ein bisschen seine eigene Situation widerspiegelt, wie schwer es für ihn war, allein vom Kopf her Musiker zu sein. Also es ging gar nicht darum, dass er nicht die Möglichkeiten hatte und bla, sondern sich darauf, also weiß ich nicht noch was nebenbei machen oder was das bedeutet, was nebenbei zu machen und sich so unter finanziellen Druck zu stellen. Ich fand den ganz geil, weil er auch überhaupt nicht aus dieser Opferrolle war. Und da ist ein Ausschnitt draus, also ich zitiere jetzt, das Problem ist meine eigene Erwartungshaltung. Ich will gute Musik machen, ich will schreiben und selbst singen. Ich habe hohe Ansprüche an mich selbst und ich wollte mit meiner Arbeit immer Geld verdienen. Jetzt weiß ich, dass ich mir selbst zu oft im Weg stand. Das ist, glaube ich, so der größte Kampf, den man so mit sich führt, auf jeden Fall, wenn man das macht. Ist immer so ein bisschen die Frage, wofür mache ich jetzt Musik oder weil, also über sowas denkt man ja am Anfang nicht nach. Ne? Du machst es halt einfach, es macht Spaß, du merkst, es gefällt auch anderen Leuten. Super aber ich glaube, viele denken recht schnell darüber nach. Und das ist so ein bisschen das Problem, weil irgendwann, ich meine, man will gehört sein, man will irgendwie rauskommen mit seiner Musik. Man ist natürlich erstmal von sich selber sehr überzeugt, was das angeht und möchte das dann raustragen. Ja. Und dann entwickelt sich so eine Erwartungshaltung, die 99% nicht erfüllt werden kann. Also ich finde halt vor allem so dieser Konflikt, was mache ich, zum Beispiel auch, was mache ich für Geld,
war halt auch einer, der bei mir halt so da war, weil man, ne, du hast ja schon, es gibt da schon so eine Art Künstlerethik, ne, dass man so wie so einen Kodex hat, wo man so sagt, hey, das und das geht für mich drüber raus und das mache ich. Und ich glaube, ich habe auch in den letzten Jahren Sachen gemacht, wo wahrscheinlich mein 18-jähriges Ich gesagt hätte, du bist ja, du hast dich ja verraten und Sellout. Genau, Sellout. Also was ich halt auf jeden Fall gelernt habe, ist, und das ist vielleicht was andere Künstler nicht gut finden, ist, dass ich mich selbst nicht so ernst nehme als Künstler und nicht so als, also ich finde ja, Musik machen ist schon auch ist ein hohes Gut, ist eine super schöne Sache, aber es kann halt auch sein, wenn man einfach da hockt, ein bisschen blöd Gitarre spielt, das ist auch ein Lied und das ist nichts Großes, das muss nichts, also ich habe Sachen gemacht wie Europapark, ich habe Kindermusik gemacht, ich habe so, also auch cheesige Sachen gemacht, so die hart an der Grenze sind oder schon drüber waren. So, ich habe, das waren solche Sachen, wo man halt so selbst denkt, das ist Musik, die ich wünsche mir eigentlich nicht, dass sowas gemacht wird, ne? Oder so in so einem großen Rahmen. Und man wird dann trotzdem teilweise Teil von dieser Maschinerie. Aber es ist trotzdem harmlos. Das ist so ein bisschen das Ding bei solchen Sachen. Und da kommt man dann trotzdem immer wieder an den Punkt, wo man eben merkt, ich mache das jetzt nicht, weil mich das jetzt in diesem, also weil das Kind in mir, dieses Spielkind, glücklich macht, sondern das ist dann wirklich eher der erwachsene Mann, der jetzt halt sagt, ey, die wollen jetzt den und den Song, ich mache den jetzt so. Es ist wie eine Dienstleistung, kann man ganz klar sagen. Es ist nämlich ein bisschen immer der Grad zwischen kreativer Arbeit und bin ich Dienstleister, was bin ich? Und das schwankt eben sehr häufig, kommt immer darauf an, auch mit wem man arbeitet. Auch zum Beispiel bei Filmen, ich habe auch schon ein paar Filme gemacht und da hatte ich auch immer das Gefühl, dass es eher ein Dienstleistungsgefühl ist, jedenfalls auf dem Level. Ich glaube, wenn du jetzt irgendwie Tarantino bist, dann sucht er sich halt seinen besten Kumpel, der einen Soundtrack macht. Ganz andere Geschichte. Aber du musst dann eben ab irgendeinem Punkt, musst du dich viel damit auseinandersetzen, wer will ich eigentlich sein als Künstler innerhalb von diesem wirtschaftlichen System. Quasi musst du dir auch so eine Richtung setzen eigentlich. Und das ist halt auch ein bisschen das Problem, da kann dir halt keiner helfen. Da kann dir halt keiner sagen, ey, du musst das so machen, es entscheidet jeder für sich selbst. Und ich finde auch, wie man es macht, kann alles richtig sein. Ich finde zum Beispiel auch so ein Tour, der, seit es ihn gibt, eine straighte Linie fährt, so gefühlt jedenfalls, außer ich glaube, der hat ein paar Austin-Sachen gemacht, die er ganz schön bereut hat, aber der ist ultra straight, hat immer seinen Stil durchgezogen, ist auch krass und ich glaube, Leute schätzen ihn auch dafür, dass sie halt sagen, ey, der hat einfach sein Ding gemacht, der hat nie irgendwie so ein Bullshit nebenher gemacht und irgendwie, na klar, die Fans und Leute von außen sind eh nochmal viel härter, die sind ja immer sofort, jetzt nur wegen Geld, Sellout und was auch immer, die nehmen es alles immer sehr ernst. Und ja, ich habe da dann irgendwann gesagt, ey, ich mache das einfach so nebenher, das ist einfach eben wie ein Job, ist eben noch mehr wie ein Job zu sehen, dann in den Bereichen, da kommt man irgendwann hin an den Punkt, ja. Aber ja, das ist, weiß nicht, beschäftigt einen auf jeden Fall häufig. Ja. Conny, wie siehst du das? Sind wir auch Sellout oder was? Wie ist bei uns die Schmerzensgrenze? Boah, ich weiß es nicht. Also ich meine, ich wäre gern Sellout, weil dann hätte ich mal ein bisschen Geld verdient damit. Also ich empfinde es auf jeden Fall inzwischen auch schon häufiger, merke ich, dass ich darüber nachdenke, wenn wir zum Beispiel einen Song machen, dann denke ich schon, während wir den Song produzieren, daran, wie passt der jetzt zu dem, was ich als Plot verkaufen will. Mhm. Jetzt ist dieses, wie so das, was ich als Plot verkaufen will, benutzt jetzt schon direkt dieses Wort verkaufen und da ist schon direkt dieser wirtschaftliche Aspekt. Mhm. Im ersten Moment kann man das natürlich aber auch sagen, also ich meine, wir verkaufen jetzt nicht krass viel Platten so, deswegen vielleicht will ich es erstmal an den Mann bringen, so, ne? Ja. Aber inzwischen halt irgendwie über unsere Bandhistorie ist da tatsächlich auch natürlich schon irgendwie so die Frage aufgekommen, irgendwann so, wie präsentieren wir uns, wie passt das irgendwie in das rein, was wir repräsentieren wollen. Und das hemmt schon durchaus mal irgendwie so in der eigenen Musik, ne? Also, dass man dann halt nicht sagt, komm, ich flex jetzt hier einfach den 16er raus, scheiß drauf. Ja. Und dann ist aber dann doch irgendwie also dann hemmt sich das und denkst, ja, nee, aber eigentlich müsstest du das so machen und damit das irgendwie so in das Konzept reinpasst, ist das, ja, ich weiß nicht, schwierig. Also wir haben ja auch schon vorher drüber gesprochen, dieses Intro-Bang-Album hat ja auch wieder so Momente, wo wir halt einfach gemacht haben
und im Endeffekt aber dann doch auch wieder vielleicht manche Momente wiederum bereuen, weil wir sagen, okay, die passen halt irgendwie nicht in das Konzept. So, zu dem Zeitpunkt hat es Spaß gemacht, so, weißt du, wir hatten einfach, es war einfach witzig so. Ja. Ne? Aber im Nachhinein denkt man sich so, ja, okay, aber als Produkt und dann wiederum als wirtschaftliches Produkt betrachtet, war das vielleicht halt irgendwie nicht so cool. Und das ist halt so ein krasser Struggle irgendwie. Das finde ich auch super schwierig. Und das ist auch sowas, was ich extrem gerne anderen Leuten überlasse, Musik dann in irgendeinen Kontext zu setzen. Mhm. So à la, ah, okay, das passt voll gut da und da rein. Gerade eben, wenn man selbst ganz neue Songs anfängt. Weil gerade während dem Prozess sich mit sowas, also wenn du da anfängst damit, so mit dem, wo soll das reinpassen, an wen soll das gehen, auch so Zielgruppen, ja, also wenn man jetzt so Pop-Songs schreibt zum Beispiel mit so Writer-Camps, spielt das schon eine große Rolle. Gerade wenn du jetzt, wir haben jetzt eben vor kurzem mit dieser RTL2-Schauspielerin was geschrieben. Da geht es schon viel darum, wer sind die Fans? So, und was sind das für Menschen? Wie sprechen die? Hm. Man schreibt halt quasi die Songs für den Hörer. So, und das ist eben dann wirklich schon ein wirtschaftlicher Vorgang eigentlich. Ne? Also ich habe irgendwie gemerkt, das Brot mit den Sesamkörnern ist geil. Ich backe das halt immer wieder. So. Und das ist sowas, das finde ich auf jeden Fall ultra einschränkend. Das ist halt, das killt auf jeden Fall jede Art von Innovation oder irgendwie Weiterentwicklung. Mhm. Also du wirst dich auf jeden Fall als Künstler, du kannst dich damit auf jeden Fall irgendwo festkarren in Songs, wenn du eben, aber es ist auch sehr schwer daraus auszubrechen, muss man halt auch sagen, weil ich habe auch das Gefühl, Menschen suchen sich Routinen überall und das macht man auch in der Musik. Und verlässt sich da auch häufig auf Dinge, die sich bewährt haben und andere Dinge, die sich nicht bewährt haben, will man dann nicht nochmal so machen. Da muss man sich auch immer, deswegen, also ich finde auch Musik machen, egal ob jetzt sogar selbstständig oder nicht, ist so viel Kopfsache, ist so viel Kampf mit dem eigenen Verstand auch oder mit der, weiß nicht, ja, mit dem eigenen Ich, das einem auch sagt, hey, aber du musst auch gucken, wer das hört und wie gefällt es dem und dem, und ja, das ist immer dieser Zwiespalt, den man eigentlich sehr häufig hat, auf jeden Fall. Ja, Max, jetzt hast du mich gefragt, ob wir Sellout sind. Würdest du, also nachdem ich jetzt behauptet habe, dass wir nicht Sellout sind, würdest du, also wenn du die Wahl hättest, ne, sozusagen jetzt in diesem Stadium, in dem wir jetzt sind, irgendwie weiter Musik zu machen oder halt irgendwie das nächste Level zu erreichen, wovon wir schon Ewigkeiten träumen, und irgendwie jetzt eine größere Base zu haben und vielleicht zumindest mal die Hälfte oder zwei Drittel deines Lebensunterhaltes durch Plot oder durch Rap-Musik zu verdienen, dafür dich aber halt einschränken müsstest, indem du halt sagst, okay, ich habe halt irgendwie meine Fanbase und ich schreibe jetzt halt immer, sagen wir mal, ich mache jetzt immer den L-Max, der den Concord-Song gemacht hat oder so, weißt du, sozusagen den. Würdest du, gäbe es da irgendwie, könntest du das, ich meine, es ist natürlich immer mega das Gedankenexperiment, ja, aber. Das Ding ist, ich habe irgendwann gedacht, so, wenn man jetzt finanziell abhängig wird von der Musik, ich glaube, gerade was inhaltlich Texte und sowas, das glaube ich, tut dir nicht gut. Allein, weil alles, was wir mit dem Plot verdient haben, das ist irgendwie immer in den Plot gewandert. Ne? Wir haben damit Alben finanziert und bla. Im Grunde ist das gut, weil man so ein bisschen Distanz auch hat zu dem, was man erwirtschaftet. Ja. Wenn man jetzt irgendwie damit seine Miete zahlen muss, überlegt man sich halt zweimal, stecke ich die Kohle jetzt irgendwie ins All in so ein Video, wo ich hier irgendwie eine Idee habe, als Weihnachtsmann rumzulaufen oder sowas. Oder bezahle ich davon jetzt irgendwie zwei Monate weiter meine Miete oder sowas. Das ist halt irgendwie Entscheidungen. Ja. Boah, ey, keine Ahnung. Das macht dann, da verliert man dann halt die Spielwiese, finde ich dann, wenn man, ne, an Spielen denkt, um wie Musik machen. Deswegen, ich hätte natürlich Bock, die nächste Base irgendwie zu erreichen. Aber ich will trotzdem tatsächlich finanziell unabhängig sein, was das Geldverdienen angeht. Weil ich habe das Gefühl, also ich kann, glaube ich, viele Leute können damit klarkommen, irgendwie Musik als Ware dann nur noch herzustellen und irgendwie, okay, ich muss jetzt jedes Jahr ein Album mindestens machen, noch für andere schreiben, für was weiß ich, für irgendwelche YouTuber irgendwie Songs schreiben und bla und so dieses, den ganzen, so immer den Karren am Laufen halten. Keine Ahnung, ich will halt Musik machen, um mich zu machen. So, und
Da, ja. Also, ja, ich glaube trotzdem, also bei mir ist es jetzt ja auch nicht so, dass ich denke, so fuck, ich muss jedes Jahr ein Album machen. Die Sachen ergeben sich immer. Mhm. Es ist nicht so, dass ich jetzt so wie so eine Checkliste habe, fuck, ich muss jetzt mal wieder einen Song machen. Mhm. Sondern deswegen habe ich auch angefangen, das hauptberuflich zu machen, weil ich das Gefühl hatte, ich kann das eigentlich machen, die ganze Zeit. Und das klingt jetzt ein bisschen dumm, aber auch sagen wir mal jetzt, du machst einen Song für irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen Schlagerstar. Das ist trotzdem immer ein bisschen du selbst, was du da machst. Egal wie sehr du dich da vielleicht ein bisschen abwandelst oder was auch immer. Ja, okay, vielleicht muss ich diese Erfahrung Texte, einfach erstmal machen. Ja, also, ja, genau. Ja. Und also ich finde, Texte schreiben, okay, das ist vielleicht ein bisschen was anderes, muss ich auch sagen. Weil es eben, ne, gerade Rapper schreiben halt immer sehr persönliche Texte. Mhm. Und da wird es dann weniger persönlich, was auch super schön sein kann und befreiend sein kann, aber ich habe halt eben nicht das Gefühl, dass ich jetzt so, also es gibt natürlich eine Art Druck, den gibt es auf jeden Fall, auch Zukunftsängste, so das Normalste der Welt auf jeden Fall, der kommt aber eher vereinzelt hoch, also mhm. Es gibt immer so mal eine Woche, wo ich mir denke, fuck, ich muss mal wieder was machen, oder vor allem auch Konkurrenz, wenn ich andere Leute sehe, so SAE finde ich im Musikbereich immer ein großes Ding, Neid und so, mhm. Also ich finde, Neid ist auch was ganz Normales, also ich, ich finde es krass, wenn Leute das gar nicht haben, so in dem Bereich. Damit hat man, glaube ich, eher zu kämpfen, eher fast mit kreativen Fragen dann eben, also mit so, ja, ich muss ja. Als Künstler weiterkommen und nicht unbedingt nur als Geschäftsmann. Ja. So. Ja. Also, wie gesagt, ich hätte theoretisch voll Bock, für einen Schlagerstar auch mal einen Song zu schreiben. Also irgendwie, das ist für mich gar kein Sellout. Das ist irgendwie. Genau, es ist auch. Ich hätte darauf voll Bock, irgendwie diese Erfahrung mal zu machen. Also irgendwie, genau, und ich verstehe es halt nicht, weil, also dieses Sellout-Argument, ja, natürlich, man macht es natürlich auch wegen dem Geld, weil man weiß, man kriegt Geld dafür, natürlich. Aber man, was verkauft man denn? Man verkauft eben sein Können. Man verkauft eben das, was man kann. Und das ist halt dann ja trotzdem, ich glaube halt jeder Mensch, der jetzt heute sowas bei YouTube als Kommentar schreibt, und dann kann, wenn der Texte schreiben würde und der hätte die Möglichkeit, das zu machen mit coolen Leuten, das würde er super gerne machen. Jeder Mensch will doch auch einfach gerne Sachen kreieren mit Menschen und dann ist es halt mal in so einem Kontext. Und das ist auch, ich finde halt, dieses Sellout-Ding ist natürlich auch schon wieder so ein Neid-Thema, so ein bisschen, so ein, oder so eben, wenn Künstler sich in eine andere Richtung entwickeln, als Fans sich das wünschen. Natürlich gibt es auch, kommt es auch häufig, wenn ein Künstler sich anbiedert an gewisse Dinge, ne, irgendwie auf einmal extrem poppig wird oder so. Aber, ja, ich finde eben, also ein persönliches Sellout-Gefühl hatte ich sehr selten. So jetzt im Nachhinein denke ich bei ein paar Sachen so, okay, das mache ich nicht nochmal. So, aber das sind auch Erfahrungen, die man mal macht. Merkt man mal so ein bisschen, wo die eigenen Grenzen liegen. Ja. Schon krass, auch wenn wir jetzt darüber reden die ganze Zeit, dann geht es schon auch immer um die Frage, wie kann ich Kunst monetarisieren, ne? Die Frage kommt einfach immer auch direkt auf, so, ne? So, wenn ich an das Wort Kunst denke, dann denke ich irgendwo auch immer noch so an, ja, halt irgendwie Leute, die halt vor 300, 400, 500 Jahren irgendwie Kunst gemacht haben. Und da gab es ja noch so dieses Mäzenentum. Also ein Mäzen war jemand, der halt irgendwie Geld gegeben hat einer anderen Person und die sozusagen den Lebensunterhalt gesichert hat, damit diese Person sozusagen finanziell unabhängig halt sozusagen Künstler sein kann. So, ne? Ja. Das ist, gibt's sowas eigentlich noch? Stiftungen wahrscheinlich mit so Stipendien oder sowas? Stipendien, ne? Ja, auf jeden Fall. Es gibt auch wirklich manchmal, ich kenne auch eine Sängerin, die hat auch quasi so eine Art Sponsor. Der hat halt sehr viel Geld und der glaubt an sie und der gibt ihr Geld. Also ja, dann könnte man Sponsor nennen dann. Wobei sowas Ähnliches gab es ja auch schon früher, sogar bei Klassikkomponisten. Ne? Die wurden ja auch häufig von irgendwelchen Höfen dann engagiert, um Stücke zu schreiben. En masse dann auch teilweise so in ohne Ende. Das weiß ich noch. Aber klar, es war früher noch nicht ansatzweise so ein Thema, wie es heute ist, auf jeden Fall. Ja, ich finde das halt irgendwie so krass, weil irgendwie, was dadurch passiert, ist, dass man auch, dass sozusagen in dem Moment, wo immer die Frage eigentlich ist, nach dem, wie kann ich meine Kunst monetarisieren, bekommt Kunst halt also der Wert von Kunst wird plötzlich auch ein finanzieller Wert irgendwie. Mhm. Und dann, finde ich, passieren so absurde Dinge wie, dass Leute, also plötzlich ist so ein Preis da dran und dann mit dem Preis kommt natürlich in unserem wirtschaftlichen, kapitalistischen System auch immer halt so dieses Preise
immer unterbieten und günstiger, etwas günstiger anbieten. Und dann verlieren Leute irgendwie so, also ich weiß nicht, früher waren irgendwie so 15 Euro für eine CD noch irgendwie ganz normal. Und jetzt überlege ich, es gibt von Spotify einen Tarif, der heißt ja Spotify Family, und da können können sich sozusagen 5 Leute für 15 Euro, das heißt, jeder zahlt 3 Euro für unlimited Musik im Monat. Und dann sind halt irgendwie so, ja, dass irgendwie Leute dann plötzlich, also was ist dann überhaupt ein Song noch für diese Person wert? Weil die zahlt 3 Euro und kann 1 Million Songs hören, sage ich jetzt mal. Also wahrscheinlich sind es ja noch mehr, aber was ist dann sozusagen... Ich finde es halt eigentlich witzig, weil es ja fast dann die Musik wieder entwertet in einem wirtschaftlichen Sinne. Genau. Es ist eigentlich, genau, weil eben... Ich hab eben auch das Gefühl, Musik hat sich so ein bisschen von einem Luxusgut einfach zu einem Konsumgut entwickelt. Es war halt früher, hast du dir halt eine krasse Platte geholt, einmal alle paar Wochen oder Monate, je nachdem. Heute hast du alles, ne? Du kannst es immer überall haben. Und eben, das ist ja auch das, was viele wieder aufregt, wo ich wieder fast wieder denke, es ist eigentlich auch wieder interessant, weil es eben jetzt am Ende bleibt dann wahrscheinlich irgendwann nur noch der emotionale Wert, eben, um den es ja auch eigentlich gehen sollte, natürlich, bei Kunst. Und der andere Wert, der sinkt ja gerade rapide die ganze Zeit. Was natürlich dann wieder wirtschaftlich schwierig ist, wenn man davon leben will. Aber so für Songs und für Musik an sich finde ich das eigentlich ganz interessant, ja, dass das jetzt einfach abnimmt. Stimmt. Also das hat so viele Auswirkungen. Zum Beispiel, man redet immer so darüber, keine Sau hört mehr Alben. Das liegt aber, glaube ich, nicht daran, dass die Sachen schlechter geworden sind. So, ne? Aber es war halt so, wie du eben gesagt hast, es kam halt einmal im Monat kam halt irgendwie ein Album raus, was man halt dann irgendwie sich gekauft hat. Und deswegen hast du es dann halt auch die ganze Zeit gehört, weil die Investition war eine ganz andere. Ja. Jetzt halt so... Ich guck mal bei Spotify durch die neuen Neuheiten. Ah, okay, hier 3 Künstler, die mich interessieren. Ich skippe halt ganz kurz durch und wenn es mich halt nicht krass abholt, dann ist halt so next. So. Ich glaube eben allgemein, weil wir viel mehr Scroll-Menschen geworden sind. Wir scrollen halt durch Dinge, durch alles Mögliche und dann filtert man eben, hat schon wie so eine Art Filter, was könnte interessant sein und was nicht. Und ich merke es auch häufig, selbst wenn ich bei Spotify mal einen coolen Song höre von einem Künstler, ich bin dann nicht immer so, dass ich direkt checke, oh, was ist das für ein Typ, was macht der sonst so? Manchmal nehme mir das einfach, das ist echt so. Ich finde diesen Song cool, dann denke ich mir so, geil, den packe ich in meine Playlist und das war's. So, da ist dann nicht, ich nehme mir das einfach nur für meinen, für meinen Nutzen. Spielt auch irgendwie gar keine Rolle mehr, wie der Interpret, Songtitel, die weiß man manchmal gar nicht. Genau, mehr. Total man random. Voll, ja, ja. Also ich hab ja auch viele Playlisten, da sind irgendwie 30, 40 Künstler drin, die ich kenne die alle gar nicht. Ich kann nichts über die erzählen, woher die kommen. Die sind irgendwie coole Songs. Und ich finde auch so die Albencover, das wird bei Spotify so unten, also so, du kannst sie nicht mal hochauflösend darstellen. Du kannst voll schlimm. Und das ist so, meine Fresse. Ich krass, kann man die gar nicht groß machen. Nichts von dem Werk, von dem Produkt, was da erschaffen wird, mit. Boah, das stimmt, Alter. Wie Albencover wichtig eigentlich waren, so diese visuelle Verbindung auch zu dieser Musik irgendwie, ne? Und dann vielleicht, wenn dann 2 oder der 3. Song von einem Künstler dann mal in der Playlist, dann befasst man sich vielleicht mal mit diesem Künstler. Ja, genau, wenn man mehrere gehört hat. Wo kommt der eigentlich her? Oder wie sieht der eigentlich aus? Wenn man ein Video sieht zum Beispiel, finde ich. Dann ist der mal live unterwegs, dann, weißt du, aber das dauert irgendwie. Es ist genau, es ist halt auch eine ganz andere Art, glaube ich, wie man halt auf Musik trifft jetzt und konsumiert. Ich glaube aber tatsächlich, dass das eine Veränderung ist, die man, glaube ich, auch langfristig betrachten muss. Ich glaube, dass das theoretisch auch wieder dazu führen kann, dass dadurch, dass irgendwann eine komplette Entwertung stattfindet und dass es dann irgendwann plötzlich wieder einzelne Sachen gibt, die dann irgendwie so herausragen und dass man dann sagt, ich möchte das aber nicht sozusagen. Ich glaube, man muss es in so Wellen. Ich finde, sowas gibt es ja auch schon. Also ich beobachte das schon. Es gibt halt viel mehr Leute, die Schallplatten kaufen gerade wieder. Genau. Ja. Es ist natürlich noch sehr klein, aber es ist schon, ich finde, es gibt häufig, wenn es so eine starke Bewegung in irgendeine Richtung geht, egal ob die jetzt wirtschaftlich ist, ich glaube, der Mensch ist irgendwie so, wenn irgendwas sich extrem verschiebt, sind irgendwann Leute da, die sagen, nee, wir schieben das mal ein bisschen zurück, so eine Anti-Bewegung. Und ich glaube, das kommt da gerade auch so ein bisschen, aber ist natürlich noch, Minderheit.
Oder ich meine, keine Ahnung, damals als, es gab ja eine Zeit lang, wo so Free-Tapes und Free-irgendwelche Sachen auch super in waren. So, ja. Ne? Das war ja aber auch zu einer Zeit, wo gerade irgendwie die ganze Musikindustrie geschrien hat, so keiner kauft mehr Platten, alle laden eh alles Napster, illegal runter. Ja. Was war dann sozusagen, weißt du, so, du hast gesagt, okay, ich bringe jetzt ein Free-Mixtape raus, wobei aber eh alle deine Alben geklaut haben, war es ja schon fast sozusagen eine paradoxe Situation. So, ne? Aber du hast trotzdem irgendwie versucht, darauf zu reagieren und teilweise halt sogar mit super konträren Mitteln irgendwie so, ne? Und deswegen glaube ich, da, man muss da immer so ein bisschen vorsichtig sein, weil diese Dynamiken, die so dahinter stehen, sind, glaube ich, teilweise so undurchschaubar und ich finde es auch ganz schwierig. Wir haben ja auch eben als Don Kong, wir laden ja vor allem Musik online hoch über Labels oder so, so Soundcloud-Sachen und Spotify. Und da ist auch manchmal die Entscheidung, machen wir es jetzt als Free-Download oder verkaufen wir es? Und das ist ja auch eine Entscheidung, da geht es nicht darum, ob wir jetzt Geld damit verdienen, weil selbst mit Free-Downloads, selbst mit Verkäufen, selbst wenn du Geld dafür verlangst, bei so Clubmucke verkaufst du nicht so viel, da verkaufst du ein paar hundert maximal. Da geht es nicht ums Geld, sondern da geht es eher um die Frage, sollen wir eigentlich aus Prinzip Geld verlangen oder geben wir es einfach kostenlos raus? Und das kann ich auch nicht entscheiden bis heute, was da richtig ist. Also für den Endbenutzer ist es natürlich manchmal viel entspannter, es einfach runterzuladen. Aber ich frage mich auch, soll man ihn in der Erwartungshaltung immer wieder bestätigen? Soll man ihm aber, also soll man ihm eher zeigen, so, nee, das ist so voll, das ist was, ist Geld wert, was wir da machen? Das ist so, ja, das finde ich super schwierig, wo da irgendwie der richtige Weg ist, eben auch als Künstler, weil man ja eben, ich finde, man kann auch natürlich die erziehen ein bisschen. Ne? Ich finde, man voll, muss nicht einfach das tun, was sie wollen, sondern voll, man kann auch so ein bisschen zeigen, was vielleicht, wo es vielleicht hingehen könnte. Ja. So im Kleinen jedenfalls. Ich hab grad gedacht, das sind so eigentlich so gesellschaftliche, pädagogische, kunsttheoretische Fragen, so alles, was sich in dieser einen Frage irgendwie so manifestiert, wie sollst du das als, weißt du, wie soll man das so als Einzelperson für alle lösen können? Ja, so, genau. Das ist mega krass, so, weil du, ey, so, ich habe einfach nur einen Song gemacht, so, weißt du, so, ich wollte mich nicht damit befassen. Ja, genau, ich war einfach nur, dass jemand hört. Ja, genau. Ja. Das ist auf jeden Fall krass. Was macht man denn? Bringt es überhaupt noch ein Album rauszuhauen? Was würdest du jetzt zum Beispiel dem Plot raten? Wie sollten wir vorgehen? Weil wir haben jetzt lange nichts rausgebracht, so das letzte Album lief so lala. Und ich finde zum Beispiel dieses, was A zum J macht, einfach so Playlist-Rap, so irgendwie alle zwei Wochen. Der hat jetzt eben Song auch dieses raushauen. Album gemacht, ne? Dieses Playlist-Album. Ja. Das ist eine coole Idee auf jeden Fall. Finde ich auch. Das hat auch echt ein bisschen so eine Art VBT-Charakter noch, weil du bringst alle dabei, zwei Wochen ein neues Video raus. Ja, man ist ein bisschen dabei auch gefühlt. Ne? Genau, ganz genau. Ja. Vielleicht wäre das was für uns. Ja, das ist halt eben auch so ein Fan-Nähe-Ding dann, ne? Also, dass man die Fans halt krass einbezieht. Das ist auf jeden Fall natürlich das, ne, was das große Ding ist, Social-Media-Scheiß. Das sind aber eher so Marketing-Sachen. Wie man jetzt mit der Musik das macht, da ist, also, ich muss mir da viel Gelaber anhören, weil natürlich viele Menschen auch in der Industrie sehr gerne drüber reden und jeder hat seine starke Meinung dazu. Ich weiß es nicht. Also, es gibt verschiedene Konzepte. Ne? Es gibt Leute, die hauen halt irgendwie einen Song raus, der den Hype des Todes erzeugt. Und zack, dann können die einfach ein Album machen. Dann gibt es Leute, die hauen erstmal ein Jahr lang nur Tracks raus, einzelne Videos mit Tracks. Ich finde, das ist, glaube ich, schon die sicherste Variante. Einfach drei Tracks vielleicht mit Videos machen und Spotify-Playlists. Also, das ist so das neue Wort, das überall kommt, Spotify-Playlists. In diese moderierten Playlists rein, ne? Genau, also das haben wir auch mit unserem Don Kong-Kram gemerkt. Wir waren halt einmal in so einer Martin Garrix-Playlist drin. Und dann hast du halt irgendwie, also der Remix, der drin war, hat irgendwie 1 Million Plays oder so. Und das einfach wie von alleine. Und Spotify-Playlists sind so das neue Ding. Dafür gibt es dann auch wieder quasi Promo-Leute, die du dafür bezahlen kannst, damit die dich da reinkriegen. Ne, also, genau, aber Playlists sind jetzt gerade so das große Ding, auf jeden Fall, wenn man seine Musik vermarkten will. Aber genau, jetzt direkt irgendwie ein großes Projekt raushauen, macht gar keinen Sinn mehr, auf gar keinen Fall. Also außer es wartet jemand drauf, es ist wirklich jetzt eine große Fanbase, so eben so ein Frank Ocean, der kann das halt machen. Was ist eigentlich mit diesem Frank Ocean Album? Gab es ein separates Frank Ocean Album auf Apple Music?
Ich weiß es nicht. Alter, weil es gab diesen Film, so ne? Endless oder sowas. Hast du den gesehen? Oder was? Nee, eben nicht, weil der war ja nur auf Apple Music. Mhm. So, und ich habe so gewartet auf dieses Frank Ocean Album. Dann kam ja Blond, kam ja dann, und das war dann ja dann auf, das ist ja auch auf Spotify und sowas überall verfügbar. Aber ich bin mir unsicher, ob es nicht noch ein Apple Music Album von Frank Ocean gibt, das also aber komplett, nur im Stream gibt. Weil also ein komplett neues Album nochmal. Ein komplett separates Album, krass, weil dieses Endless, wenn ich es richtig verstanden habe, ist Endless so ein Film, so ein 30-Minuten-Film, der auch komplett mit Musik unterlegt ist. Der hat doch auch irgendwie, was hat er da auch gemacht, ein Magazin zum Album entworfen oder so. Der hat total weirden Shit gemacht. So. Aber ich habe es auch nur so am Rand mitbekommen. Aber Apple Music hat auch irgendwie niemand, oder? Also ich kenne niemanden, der das hat. So, es war ziemlich schlau, das dann da ja zu releasen. So. Ja, der hatte richtig viel Geld bekommen. Moment, wer hat darüber das habe ich jetzt nicht rausgesucht, aber Chance the Rapper hat einen ziemlich heftigen Deal gemacht mit Apple. Und krass, ich glaube, ich hoffe, ich sage es jetzt nicht falsch, aber ich meine, der hat 500.000 bekommen dafür, dass dieses Coloring Book Album war, glaube ich, 2 Wochen exklusiv bei Apple. Und danach hat er es halt rausgehauen. Und da war auch haben sich natürlich auch sehr viele Leute in diese Sellout-Richtung, über die wir eben gesprochen haben, ne, drüber geäußert. Und der meinte halt so, ey Leute, ganz ehrlich, $500.000 so für 2 Wochen exklusiv, das im Endeffekt finanziert mir und meinem künstlerischen Umfeld das so extrem viel und macht so viel möglich für meine Musik. Ja. So letzten Endes war das für mich eine recht einfache Entscheidung. Das kann ich zum Beispiel in dieser Größenordnung auch absolut nachvollziehen. Ich finde halt bei mir, wenn ich jetzt immer denke, also klar, ich krieg sowas nicht angeboten, aber wenn ich jetzt da wäre, für mich ist dann manchmal das Problem, woher kommt das Geld, von wem kommt das? Weil ich habe auch schon mal drüber nachgedacht, würde ich zum Beispiel jetzt Werbungsmusik für McDonald's machen oder so. Und das ist eben auch sowas, wo man dann, da rutscht man gleich in so eine Doppelmoral rein. Mhm. Ne? Geil. Weil Apple McDonald's Jingle Donkey Kong Remix so. Ja, ich liebe es. Vernichtung. Nee, oder weiß nicht, so andere. Ich habe auch letztes Jahr was für Duplo gemacht. So, da habe ich weiß gar nicht mehr, was die so machen. Ah, die gehören zu Ferrero. Ferrero ist böse. Und Ferrero ist böse? Ja, die gehören auch zu Nestle. Nestle, genau. Ah, okay, gut, dann gehören sind alle. Ja. Das gehören eigentlich das alle. Einzige, was das ich war's weiß, mit dem Himmel. Das war's mit dem Himmel. Weißt du, und dann denke ich mir auch immer so, weil du kriegst eben, wenn du halt, und Apple ist für mich ja ähnlich, ne? Ich habe ja auch viele Apple-Produkte, aber eigentlich ist halt auch Apple ganz schön ekelhaft. So. Also es ist wie Google auch. So, Google ist auch total abartig, so Riesenkonzerne, die so viel Macht kriegen. Und dann nimmst du das Geld natürlich trotzdem dankend an, so. Für dich selbst und für deine Karriere. Aber klar, ein bisschen Doppelmoral ist da auch ein bisschen dabei, muss man schon sagen. Also die kann man nicht ganz ausblenden. Ja. Gut, die ist im Leben häufig dabei, aber das ist dann, glaube ich, nochmal krasser, wenn du halt eine 500.000 kriegst von einem Konzern. Ja, also ich würde nicht sagen, dass es Sellout ist, aber ja, das würde mich schon beschäftigen, wenn ich er wäre. Ich habe mich angemeldet bei einer Initiative, habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, das nennt sich Mein Grundeinkommen. Und das ist so ein Berliner Verein, die haben sich gegründet und die crowdfunden Grundeinkommen. Und das heißt, du kannst sozusagen, also Leute spenden, also eine Crowdfunding, also geben halt Geld und immer wenn, glaube ich, 12.000 Euro zusammenkommen, dann wird das verlost. Ah ja, das kenne ich. Ach krass, da wird für ein Grundeinkommen verlost. Genau, und das sind halt, also ich sag mal, nur 12.000 Euro ist jetzt nicht so als, also mit 1.000 Euro im Monat kannst du ja jetzt eigentlich noch nicht so 100% über die Runden kommen. Oder gut, es gibt Leute, die mit weniger auskommen, aber... Ja. Allerdings. Aber okay, also zumindest ich... Als ja, Conny geht's nicht. Als Conny geht's nicht, einfach der Champagner... Der muss schon da selbst sein. Selbst im Aldi. Der selbst muss fließen. Die Weißweinschorle. Ich komme nicht klar ohne die Weißweinschorle. Kommt nee, jetzt gut, die das soll, ich wollte jetzt... Verein, ja, so. ich wollte, ja, aber du hast schon recht. Klar, ich wollte überhaupt nicht sagen, dass man das nicht damit schaffen kann. Gut, es gibt Leute, die leben von Hartz IV kostet und die haben 400 irgendwas, ne? Ja, ja. Das will ich gar nicht sagen, aber es geht ja nicht darum, ich habe ja jetzt auch einen anderen Lebensstandard, ich verdiene jetzt auch mehr als das. So, ne? Es geht ja jetzt nicht darum, dass ich darauf zurückfallen möchte, aber die Idee von diesem Grundeinkommen ist halt zumindest, einen Teil deines Lebens auch gegenzufinanzieren, ohne dass du halt diese finanzielle Abhängigkeit, von der Max jetzt eben auch gesprochen hatte, zu haben. Und
Ich habe ja jetzt vor, auch ein Jahr lang auch mehr oder weniger hauptberuflich als Künstler zu leben und habe jetzt auch mich da angemeldet bei diesem Mein Grundeinkommen und habe jetzt so einen monatlichen Beitrag, den ich sozusagen jetzt auch crowdfunde. Mhm. Und dafür bin ich jetzt halt berechtigt, an diesen Verlosungen teilzunehmen. So. Kann man den frei wählen oder? Den kannst du frei wählen. Aber ja. Du musst wahrscheinlich schon ein Minimum einzahlen, damit du teilnimmst, oder? Ich glaube, vielleicht sogar 1 Euro. Krass. Und kriegst du dann, hast du dann Prozent, wird das prozentual dann gemessen, das wie viel mich, so du beiträgst? Von wenn ich es richtig verstanden habe, nicht. Die, krass. Ja. Oh, krass. Nehme ja. Ich mich jetzt auch an. 5 Cent im Monat. Ja, schön Euro. Also 1 Euro musst du schon investieren. Okay. Das ist halt irgendwie, ne, es gibt irgendwie, du kannst halt spenden, dann geht das entweder nur in den Topf oder es geht an den Verein, der das halt alles organisiert. Mhm. Und ich habe jetzt halt so einen Betrag gewählt, der sozusagen zu gleichen Teilen was an den Verein gibt und was in diesen Pott kommen soll. Und du kannst sogar ohne zu spenden, kannst du an der Verlosung teilnehmen. Mhm. Der Vorteil, den du hast, wenn du regelmäßig Geld gibst, wirst du automatisch eingetragen für die Verlosung. Sonst musst du halt jedes Mal gucken, gibt es eine Verlosung? Wenn ja, dann musst du dich einloggen und sagen, teilnehmen. So. Das ist jetzt nicht jeden Monat eine, sondern tatsächlich immer, wenn die 12.000 voll sind oder was? Und wie oft geht passiert das so? Ja. Also ich habe es jetzt einmal mitbekommen, vor Weihnachten war das jetzt so, dass da irgendwie der Pott irgendwie größer war und dann haben die, glaube ich, 3 Grundeinkommen verlost. Also ich glaube, die haben über 100 schon verlost, läuft aber jetzt auch schon ein paar Jahre. Wie viele Leute machen da so mit? Kann man das sehen? Also ich glaube, das kann man sehen. Also die mein-grundeinkommen.de ist, glaube ich, die Adresse. Ja. Und da kann man das auf jeden Fall machen. Und ich finde, also ich habe sozusagen bei dieser ersten Verlosung vor Weihnachten habe ich teilgenommen, ohne zu spenden. So. Ja. Und dann habe ich jetzt aber halt drüber nachgedacht und habe gesagt, okay, ich finde es eigentlich auch eine coole Sache, die für mich natürlich super wäre. Ja. Und ich habe mich jetzt aber halt entschieden, sozusagen einen regelmäßigen Betrag zu geben, auch wenn ich jetzt nicht wahnsinnig viel Geld gebe. Ja. Aber ich habe mir gedacht, so, keine Ahnung, selbst wenn ich innerhalb von einem Jahr dann irgendwie x Euro gegeben habe und es nichts dabei rausgekommen, so für mich wäre es jetzt komisch, wenn ich irgendwie dann mich jedes Mal einschreiben würde, ohne zumindest ein bisschen was da auch dafür zu geben. Ja. Gerade auch für den Verein, der das organisiert und so. Das finde ich schon ganz gut. Also klar, das wäre natürlich eine geile Lösung. Also allgemein so ein Grundeinkommen wäre zum Beispiel für mich super befreiend. Das wäre wirklich genau. Dann musst Künstler. Du halt dir nicht mehr die Frage stellen, ob du jetzt für Duplo... Ja. Ist natürlich eben, wer ist ja auch eine Art Luxus, finde ich eben, dass man einfach sagt, hey, du, hier hast du einfach Geld zum Leben, mach dein Ding so. Ja. Weil wenn dann eben alle oder keiner, glaube ich, bei sowas, wenn dann müssten es alle Menschen irgendwie haben in Deutschland, das ist ein bisschen das Problem, aber klar, das wäre natürlich super, dann wäre das sofort losgelöst von diesem ganzen wirtschaftlichen Gedanken. So. Das wäre halt mal super interessant, irgendwie das zu machen, Max, eigentlich wäre das geil, wenn du mal so einen Film machen würdest und... Über was jetzt genau? Über die Frage oder über das Gedankenexperiment, was passiert mit der Kunst, wenn die Künstler sozusagen man könnte ja einfach mal, also du hast jetzt gesagt für alle, okay, man könnte sozusagen, das wäre dann künstlerische Bereiche. Genau, das wäre zum Beispiel mal es gibt sozusagen einen staatlichen Fonds und du kriegst als Künstler auf jeden Fall Kohle, du musst dich auch nicht großartig rechtfertigen, so, was passiert da mit der Kunst? Vielleicht ist es falsch, aber ich glaube zum Beispiel in Schweden gibt es halt krasse Förderungen auf jeden Fall für Künstler. Schweden ist ja eh so ein Land, das ist super klein. Voll, du kannst da, Alter, ich kenne überhaupt Skandinavien, auch Dänemark und sowas. Ja, Norwegen. Kennst du dich aus, oder? Die haben eine ganz krasse Förderung da. Und deswegen, daher kommen ja... super viele Leute. Also es ist auch nicht mal so unwahrscheinlich, dass du da einfach ein Jahr lang oder 2 oder 3 Jahre für deine Projekte unterstützt wirst. Und nicht nur mit Geld, sondern mit Räumen, mit Auftrittsmöglichkeiten, mit allem Möglichen. Das ist mega krass dort. Wirklich. Und das Krasse ist ja auch wirklich, dass halt so, es gibt ja so diese Top-Songwriter, die so die Hits schreiben. Das ist so eine Gruppe von 6, 7 Leuten. Von denen hast du auch erzählt, ne? Achso, nee, Schweden. Ja, das sind andere. Das sind diese Chainsmokers-Leute. Ja. Aber es gibt so, also zum Beispiel Max Martin ist immer ein ganz cooles Thema. Sagt euch wahrscheinlich nichts. Nee. Das ist so der Typ, ich sag mal so, so diese ganzen 90er-Hits zum Beispiel, die ihr alle kennt. So Britney Spears, NSYNC, Backstreet Boys hat alles er geschrieben. Okay. Der hat, also es ist fast schon so ein bisschen Illuminatenmäßig. Der hat so, also immer wenn du in die Top 10 reinguckst, sind meistens 2 Songs von ihm drin. Auch jetzt noch? In diesem Moment auch wahrscheinlich, ja. Taylor Swift hat er gemacht, Katy Perry hat er gemacht. The fuck. Fast jeder Popstar, den du mir nennen kannst, hat er irgendwo mitgemacht, auf jeden Fall. Wie viele goldene Platin-Alben hat er sozusagen? Der ist genau, also ich weiß es nicht, unendlich viele. Der hat neulich, glaube ich, dann das erste Mal, glaube ich, einen Grammy bekommen. Und das war krass, nach so vielen Jahren, weil er wirklich der größte Songwriter der Welt ist.
Da muss er ja wirklich einen Geldspeicher haben. Das ist ja fucking Dagobert Duck sein. Der muss unfassbar reich sein, ja, ist er, glaube ich, auch. Aber man hat noch nie von ihm gehört. Das Geile ist, den kennt keine Sau. Also außer halt jetzt im Songwriting, Musikerbereich oder Produzentenbereich. Der hat halt irgendwie, glaube ich, 10.000 Facebook-Likes oder so, was für ihn ein toller Witz ist. Kennt niemand. Ist ein Schwede. Und der hat ein paar Kollegen, ne, so Typen wie Benny Blanco heißen die oder Stargate. Die schreiben die ganzen anderen Hits, die man heute so hört. Ja, das sind so 6, 7 Leute, das sind alles Schweden. Größtenteils. Das sind alles Kumpels aus Schweden. Die schreiben sozusagen, die kompletten Pop-Hits. Produzieren mal auf die Frage zurückzukommen. Lady Gaga war, genau. Lady Gaga war auch von einem Kollegen von ihm, auch ein Schwede. Das ist aber echt verrückt. Aber um mal auf die Frage zurückzukommen, meinst du, das liegt daran, weil die besseren Möglichkeiten haben? Sind das denn Schweden, die überhaupt in Schweden noch leben? Und, Ich glaube, irgendwann ziehen die dann schon weg. Ja. Ich glaube aber trotzdem, also ich habe auch, hier waren nochmal schwedische Songwriter. Und das liegt natürlich an vielen Dingen, auch einfach gesellschaftlich. Zum Beispiel haben die halt auch erzählt, dass einfach in Schweden wird mit Musik anders umgegangen. Die Leute in Schweden singen halt ganz normal in der Familie zum Beispiel. Da hockst du irgendwie abends zusammen und dann singst du einfach. Dann singst du einfach ein paar Lieder. Und zwar nicht irgendwie wie bei uns, dass es dann vielleicht, da singst du vielleicht mal, keine Ahnung, Happy Birthday. So, da trauen sich schon manche nicht wirklich mitzusingen. Ja. Und da ist es so, da singen halt alle wirklich bewusst zusammen. Wir hocken uns das hin und machen zusammen Musik in der Gruppe. Oder auch unter Freunden zum Beispiel. Da triffst du dich mit Kumpels und singst mal eine Runde. Ist ja hier, also machen hier vielleicht irgendwelche Chöre maximal. Mhm. Oder eben so Volksmusiker vielleicht noch. Und bei denen herrscht eben so ein ganz anderer Umgang mit Musik. Da gehört das irgendwie dazu. Zu allem. Aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ob man dann bessere Kunst macht, ja, wenn man keine Sorgen mehr hat. Also ich glaube ja nicht daran, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, ja, es ist... Also keine Geldsorgen mehr hat in dem Sinne, weil... Kann man generell natürlich nicht sagen. Ich glaube, es wäre eher so eine Gefühlssache. Ich würde mich einfach besser fühlen, wenn ich... Die Frage ist, mache ich dann bessere Kunst? Du hast halt mehr Zeit dafür. Du kannst dich ein bisschen mehr drauf einstellen. Kann auch schlecht sein. Genau. Das kann halt auch so, du kannst dich dann noch überproduzieren und irgendwie... Bullshit machen und dann irgendwie gar nicht mehr sehen, was gut und was schlecht ist und sowas. Und also ich glaube, das ist eine echte Charakterfrage auch. Und ich glaube, da kann man nicht pauschalisieren. Also ich kenne das zum Beispiel vom Filmstudium zum Beispiel, wenn Leute Stipendien bekommen oder Förderung bekommen. Das heißt überhaupt nichts, wie der Film am Ende wird. Dann hast du so eine Gegenüberstellung. Der Film hat irgendwie 30.000, 40.000 gekostet, der hat irgendwie 10.000 gekostet. Du kannst gar nicht mehr sagen, welchen Film jetzt mehr Geld steckt, weil der 10.000 vielleicht im Zweifel sogar viel besser ist oder so. Das hat tatsächlich nichts zu bedeuten. Klar, das ist schon. Also jetzt nur auf die Kunst bezogen, die dann am Ende rauskommt, ist es vielleicht nicht förderlich sogar bei manchen Leuten. Ich glaube, es kommt extrem auf darauf an, was für ein Typ du dann bist. Irgendwie. Ich kann mir gut vorstellen, dass manche dann dass manche auch ihren Antrieb verlieren. Und ich merke auch zum Beispiel, dass ich extrem aus Drucksituationen raus extrem gut Musik machen kann häufig. Mhm. Wenn mir halt jemand sagt, Alter, mach mir halt bis morgen Abend, mach mir das und das noch 10-mal geiler. Und dann mache ich das halt manchmal auch nicht. Manchmal ist Druck natürlich furchtbar und nervt einfach nur. Aber klar, wenn ich jetzt halt wüsste, wenn ich das nicht mache, ist ja jetzt auch nicht so schlimm, ne? Weil ich habe ja mein Grundeinkommen. Ja, ich glaube, genau diese Frage, das ist ja eine so der Hauptkritikpunkte von diesen Grundeinkommenskritikern, ne? Ja, stimmt, ja. Ist halt, dass Leute sagen so, ey, in dem Moment, wo ich einer Person 1.000 Euro im Monat gebe, dann geht die gar nicht mehr arbeiten. Die engagiert sich gar nicht mehr, so, ne? Und ich glaube, das ist halt eine Sache, die halt mit diesem Experiment, was ich ehrlich gesagt genau deswegen genau richtig finde, halt einfach zu sagen, komm, wir machen es einfach mal. Alle Leute, die daran glauben, geben wir jetzt mal Geld und wir probieren es einfach mal aus. Und da gab es auch einen Podcast, glaube ich, vom SWR gehört, wo die Leute begleitet haben, die das gemacht haben. Krass. Die auch dann so ein Grundeinkommen hatten. Und das war halt auch total, fand ich auf jeden Fall super interessant und keine Ahnung, teilweise wirklich auch ziemlich emotional, weil da irgendwie halt auch, war halt irgendwie eine Frau, die halt irgendwie gesagt hat, boah, ich muss irgendwie meine kranke Mutter pflegen, ich habe 2 Kinder so, ne? Und ich muss da trotzdem aber immer noch halbtags arbeiten gehen und kümmere mich um den kompletten Haushalt so. Und die meinte halt,
in dieser, ich habe erstmal gemerkt, wie krass unter Druck ich überhaupt stand, als ich nicht mehr diesen Halbtagsjob machen musste, sondern mich wirklich in Ruhe um diese ganzen Sachen kümmern konnte und plötzlich auch sogar ein bisschen Zeit für mich hatte. Und ich glaube, dass das absolut richtig ist, dass es unter Druck auch häufig gut funktioniert und vielleicht auch gute Ergebnisse produziert. Aber ich glaube, es geht bei diesem Ansatz eben einfach darum, das Ganze halt langfristig zu sehen. Ich glaube, diese unter Druck entstehen, Diamanten sind halt auch immer sehr häufig so punktuelle Momente. Wenn du die, also wir haben ja immer gesagt, ja geil, VCB war geil, weil wir da so eine kurze Zeit hatten, in der wir so krass viel leisten mussten. Aber funktioniert, ja. Aber stell dir mal vor, dein Leben wäre VCB, so weißt du, da würdest du wahrscheinlich auch, also ich weiß nicht, ob, also würdest du sagen, 4 Jahre lang VCB-Stil durchziehen, da würdest du ja auch nicht immer geil abliefern. Nee, wahrscheinlich nicht, das stimmt, aber das wollte ich jetzt sagen. Diese Druckmomente, die kann man sich ja auch trotzdem schaffen. Also genau. Das ist ja. Denke ich eben. Ja, ich glaube, auch. Es ist wahrscheinlich eine sehr viel gesündere Form zu leben. Also, das auf jeden tut Fall, einem, glaube ich, längerfristig gut. Und, ja. Ich habe ein kleines Fragenlotto vorbereitet. Oder Fragenlotto, ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Für Johannes. Ich werde dich jetzt einfach bombardieren mit ein paar. Ab geht's! Mit ein paar Statements oder was weiß ich und du kannst ganz kurz was darauf sagen. Okay. Und zwar, Musik ist mein Leben. Schneller, Junge. Ja. soll ich einfach nur Ja sagen? Ja, soll du ich, kannst auch einfach nur Ja sagen. Ja, würde ich so sagen, ja. Würde ich schon sagen. Wenn ich den ganzen Tag Musik mache, wird meine Musik besser. Generell ja. Definitiv. Ich brauche nur das richtige Equipment. Nein. Ich muss in die GEMA. Wenn man mit Musik Geld verdienen will und wenn man das wirklich ernsthaft machen will, ja. Ich brauche einen Manager, Verlag, Booker. Kommt davon, was für ein Mensch man ist. Wenn man selber der krasseste Networker ist, sehr ultra strukturiert ist, braucht man das nicht. Aber ich sag mal so, die meisten Künstler sind das nicht. Also ja, Manager. Auf Tour sein ist toll. Ja, generell ja, auf jeden Fall, kann man so sagen. Auch mit Alt-Rock-Deutsch. nee, auf Tour sein ist immer schön, okay. Auf jeden Fall. Mit einem Plattendeal wird alles gut? Nee, auf gar keinen Fall. Plattendeal kann alles sein, kann ein Gefängnis sein, kann eine Chance sein, ja. Hashtag Migo. Shots fired. Burn. Eines Tages kommt der Durchbruch und ich habe es geschafft. Ja, da, wenn ich daran nicht glauben würde, würde ich es nicht machen. Mit diesem Künstler will ich unbedingt zusammenarbeiten. Ich glaube im Moment, Post Malone liebe ich total. Jetzt so generell ist es immer schwierig. Es gibt so viele, die ich so krass finde. Pharrell, es wäre halt übelst krass, irgendwas mit Pharrell zu machen. Also im deutschen Bereich. Okay, Tua, so. Das wäre, also, ich kenne ja Tua sogar immer ein paar Ecken und so. Ich müsste das einfach mal angehen. Arbeitet Tua auch viel mit anderen zusammen? Ja, vereinzelt. Also klar, generell, glaube ich, ist er schon, ja, ist halt am Producen, auch für die Orsons. Aber ich habe auch das Gefühl, wenn er Mucke für sich macht, dass es relativ eigenbrötlermäßig auch ist. Also, genau. Dass er der ist ja auch so in seiner Tua-Welt. Ja. Aber ich habe ja schon mal einen Remix für den gemacht vor ein paar Jahren und ich habe den auch lustigerweise bei diesem Orsons-Konzert, wo wir mit Songkind gespielt haben, nochmal gesehen und der wusste noch, wer ich bin und so und dann konnten wir aber leider nicht lange quatschen. Aber eigentlich, ich vergötter ihn halt ultra und ich hätte da eigentlich mal richtig Bock drauf. Boah, Tua, ey, ist auch für mich so ein absoluter Traum. Ja. Ich finde ihn auch so großartig. Ja, das war schon. Ich wollte einfach mal losfeuern. Ja. Ich habe noch was anderes, was ich auf der Pfanne hatte und zwar Beach-Shopping, also ich weiß nicht, so ich stelle mir immer vor, wenn Rapper so darüber reden, dass sie fahren in die Staaten und nehmen irgendwie einen Koffer voll Geld mit und shoppen Beats. Hast du auch schon mal einfach so Beats vertickt? So? Ist das ich habe das ganz am Anfang lang gemacht. Ich habe also die ersten, also ich mache, seitdem mache ich Beats. Also ich habe ja wirklich auch mit Beats angefangen, mit Hip-Hop-Beats. Inzwischen sage ich es nicht mehr. Ne? Inzwischen bin ich jetzt so Musiker, ne? Und sage immer, ich mache jetzt eher Musik und Songs und so. Aber ich habe mit Beats angefangen und es war 2006 und
Da habe ich so in Foren was hochgestellt, dann haben Leute das gefeiert. Und dann kam mal so der Erste an und meinte so, ey, willst du mir mal einen schicken oder einen machen? Ganz am Anfang war ich so, ja, hier, nimm, alles cool. Dann irgendwann hatte ich dann so voll, wollte ich dann sofort professionell werden und war dann so, nee, ich will da jetzt 100 Euro dafür. So. Und also im Nachhinein, ey, ich habe da mal neulich nochmal irgendwelche Forenbeiträge von mir gelesen, habe ich mich so geschämt. Wirklich, da war ich wie so ein Hahn, weißt du, der irgendwie so sein Gefieder so aufplustert. So à la, oh, ich bin so professionell, gib mir jetzt Geld für meine Beats, ansonsten kriegst du keinen Beat von mir und so. Mhm. Also ich habe das gemacht damals, nicht im großen Stil. Ich habe da so vereinzelt mal so ein Beat verkauft. Ich habe zum Beispiel damals Trailer Park, New Kids on the Blech, habe ich quasi den verkauft für 50 Euro, glaube ich. Ach nee. Ja, genau. Wow. Hast du GEMA bekommen? Ja, GEMA habe ich bekommen, okay, ja. Gut, ja. Klar, dann so, ist ja okay. Ein bisschen was ging, ja. Wurde jetzt auch vor kurzem irgendwie umgemeldet, weil die, glaube ich, einen Verlag gegründet haben. Das ist ganz cool, das kann ich dann sehen, was die so machen, weil dann kriege ich immer Post. Aber genau, ich habe es ein bisschen gemacht, aber heute wird es ja teilweise so krass gemacht. Also es gibt ja so diese ganzen klassischen Beatmaker, die gerade im Deutschrap unterwegs sind, ne? So hier Jumper und ich weiß nicht immer, wie die alle heißen. Auch krasse Leute auf jeden Fall. Aber die sind halt so, die machen einfach dann im Monat einfach 30 Beats und schicken die dann einfach. Fließbandarbeit, ne? So. Genau. Finde ich auch krass. Also habe ich auch irgendwie vollen Respekt davor. Ich finde natürlich trotzdem, wenn ich die Beats dann höre, denke ich mir so, okay, es ist halt. Danach hört es sich manchmal auch an. Genau, es ist trotzdem immer super gut gemacht. Aber ich könnte nie so Musik machen, irgendwie. Ich habe einen alten Weggefährten von uns, Zwerg, so, der hat auch Beats gemacht und der hat auch so welche Seiten benutzt, ja. Die sind, glaube ich, sehr verrucht. Aber es gibt diese zum Seiten, Kaufen Beats for Sale, bla, ich weiß nicht, keine Ahnung. Import, Soundclick, genau, und da so. Kannst du dann zwischendurch einstellen, ob du den $20 oder $100 für einen Beat haben willst oder sowas. Ja. Und da habe ich mir immer vorgestellt, Mann, Alter, wenn ich jetzt so ein krasser Produzent wäre, würde ich mir einfach irgendein Synonym vorstellen und den ganzen Schmodder, den man so nebenbei produziert hat, einfach da hochstellen. Und funktioniert das? Also hat er da schon mal. Ey, der hat richtig, teilweise, wenn er da hinterher ist, ein guter Nebenjob für ihn. Weißt du, also irgendwie, keine Ahnung, ist auch nicht viel, aber so 500, 600 Euro im Monat hat er da nebenbei verdient. Was schon krass ist. Er ist halt auch so ein Fließbandproduzent gewesen. Ja. Ne? So einfach so. Ich kenne da aber auch Stories von Leuten, die so dieses Leasing-Ding auch gemacht haben. Genau. So Beats lesen, genau, online, auch damals genau bei Soundclick oder so, hast du gerade gesagt, da war ich früher auch, da gab es das auch als Option, ich habe das nie so wirklich gemacht, aber das kann man auch machen. Das Ding ist, glaube ich, bei mir schon immer gewesen, dass ich nie so viel gemacht habe. Das war auch immer ein bisschen mein Problem. Ich habe einfach nie viele Beats gemacht. Ich habe immer so einzelne Dinger gemacht und jetzt inzwischen ist es eh so, dass ich eher so projektbasierte Sachen mache und mal hinhocke und ein Beat bauen, also dass ich mich mal hinsetze und freien Beat baue, kommt sehr selten vor. Deswegen glaube ich, ist es bei mir, bietet sich das da nicht so an. So, aber eben, ich finde gerade bei den Beatmakern, die dann an ihren Laptops hocken und da ihre Beats zusammenbasteln, so ihre Trap-Beats oder so, das ist natürlich geil. Und ich glaube, es ist eben auch extrem unkompliziert dann über so eine Plattform. Ich weiß noch, ich habe da früher dann immer so Privatnachrichten hin und her geschrieben und dann haben die ewig nicht überwiesen und krass. Das ist dann halt ganz schön Abfuck. Struggle, ja. Meistens waren das dann halt irgendwie, die sind halt irgendwie 17, ne? Und müssen dann warten, bis sie irgendwie wieder Taschengeld kriegen oder halt irgendwie Geld verdient haben. Das ist natürlich über solche Plattformen wie Soundclick dann schon deutlich easier, weil du hast ja diesen Kontakt gar nicht, ne? Das kommt ja wahrscheinlich gar nicht zustande. Genau, ich glaube, das ist wahrscheinlich einfach wie ein Kauf dann, ne? Genau, das ist einfach wie ein Online-Shop. Du gibst einfach, zahlst mit PayPal wahrscheinlich einfach $20, $30 oder so und kriegst den Beat dann entweder als Lease oder als Exclusive. Ich meine, das finde ich aber auch wieder ein bisschen komisch, weil nachher kommt halt einfach irgendein Larry und rappt da halt über dein Beat und vielleicht labert der halt den größten Müll, weißt du, vielleicht macht der halt hier so einen Doggy-Song, ja. Wir haben vorhin den Doggy-Song von Katja gehört. Und weißt du, dann macht der halt, sagen wir mal, der Beat von dem Song wäre von mir und die kauft halt den Beat und bringt diesen Song raus. Sowas. Ja, deswegen meine ich ja Synonym, Alter, du musst jetzt halt so ein Zorro, weißt du? So aber selbst dann, Alter, selbst dann, wenn ich schäme. Wie wär's denn mit Cock Dicky? Das wäre doch vielleicht. Es gab schon so viele. Oder Cock Dick. Schmuck Ficky war ich auch schon. Cock Dippy, Cock Dippy und dann du machst nur noch so, produzierst für Katja krasse Witsche. Witsche. Ich war auch schon, was war ich auch noch? Ja, vielleicht machst du es ja und wirst es jetzt einfach nicht zugeben. Ja. Das glaubst du, oder? Du bist ja der Produzent von Doggy. Ich mach die ganzen ekelhaften Sachen auf YouTube. Ja. Ja.
als vielleicht letzten Tipp würde ich dich gerne noch eine Sache fragen, weil gerade wenn ich jetzt irgendwie jeden Tag on a daily basis jetzt irgendwie Künstler sein will, wie ist es möglich, diese 9-to-5 Creativity, also gut, vielleicht für manche Leute ist es vielleicht eine 12-to-3 Creativity, so, aber so, da habe ich ehrlich gesagt noch so ein bisschen Schiss vor, so morgens Dienstagmorgens aufzustehen und mich hinzusetzen und dann so, okay, jetzt mache ich was. 8 Stunden kreativ sein, so, und dann so, das ist noch so ein bisschen, also ist das eine Sache, die für dich einfach kommt, weil du sich sozusagen direkt die ganze Zeit in diesem Mindstate befindet, oder hast nicht du irgendwelche immer, Rituale? Ja. Was passiert, wenn es nicht geht? Sagst du dann einfach, okay, scheiß drauf, der Tag ist jetzt einfach weg? Und also ja, das ist eine ziemlich gute Frage, weil ich mache es jetzt ja eben schon recht lange. Ich mache es insgesamt seit 12 Jahren, produziere ich oder so, oder 10 Jahre mindestens. Wow. Und ich habe da noch kein Rezept. Also ich finde zum Beispiel jetzt was machen, kreativ sein, Musik machen, diesen Prozess, den kriegt man irgendwann schon recht verlässlich hin. Also einfach durch Routinen. Einfach, weil ich weiß, selbst wenn mir nichts einfällt, ja, dann mache ich einfach das und das und das und dann klingt das trotzdem erstmal nach Musik. Ja. Ist dann vielleicht nicht der besonderste Song, aber man findet irgendwie einen Weg. Genauso, ich glaube, wie wenn man einen Text schreibt, dann schreibt man vielleicht erstmal irgendwelche Phrasen auf oder ja, irgendwelche vielleicht nicht ganz so guten Zeilen. Das sind dann quasi, dann tastet man sich so ran und manchmal passieren dann trotzdem noch, und das ist ja auch das Ding, haben wir auch gestern drüber geredet, Zufälle provozieren solche Dinge. Und sich dazu zu motivieren jeden Tag natürlich, kann anstrengend sein, manchmal. Es ist einfach so eine Bockfrage, muss man schon sagen. Ich habe auch das Gefühl, ich bin eben auch so ein Lustmensch. Ne? Ich mache halt voll gerne Dinge, auf die ich Lust habe. Ich habe das Gefühl, das sind viele Musiker auch. Vielleicht wird man deswegen Musiker oder man ist dann so, weil man Musiker ist. Ich weiß es nicht, warum das ist, aber ich habe auch Bock drauf. Ich habe eigentlich fast immer, jeden Tag habe ich eigentlich Bock drauf, einfach sowas zu machen, weil das macht mich auch aus, habe ich ja auch vorhin gesagt, so Musik ist mein Leben im Prinzip, und wenn ich das nicht machen würde, also ich merke schon, wenn ich mal so 2 Wochen lang irgendwie im Urlaub bin und keine Musik mache, das fehlt mir so krass, so. Jetzt nicht, dass ich mich frage, oh Gott, wer bin ich, mach keine Musik, aber es ist ja auch eine Art Sucht, würde ich schon so sagen, ich muss das machen, und natürlich gibt es Tage, wo ich es nicht machen will oder wo ich auch irgendwie, zum Beispiel mit euch, ist halt übelst zum Kotzen, so. Weil, ja, so ist einfach, gut, dass wir viel zahlen. Das Geld motiviert mich das, dann. Das Duplo-Money auf dich drauf. Genau, das ganze Geld ist dann. Serero-Money. Das geht dann. Aber nee, es gibt natürlich schon Tage, wo man genervt ist. Aber man muss ja auch sagen, es ist ja auch so, wenn ich jetzt hier hinkomme, und ich hocke hier am Rechner und ich mache nur Scheiße, dann lege ich mich einfach mal eine halbe Stunde hier auf die Couch. Und dann gehe ich wieder an den Rechner und wieder Scheiße, lege ich mich nochmal auf die Couch. Ich kann ja machen, was ich will. Ja. Ne? Also meistens jedenfalls. Ja, ja. Außer natürlich, wenn jetzt eine Session ist und Leute dabei sind, dann ist es ein bisschen schwierig. Aber ich muss sagen, es gibt diese Abende, die habe ich schon mein Leben lang, ist der Abend, ich will was machen, also zum Beispiel ich höre irgendwas, ne, bei Spotify, denke mir so, boah, das ist voll geil, ich will sowas auch machen, dann versuche ich das, dann wird scheiße oder ich komme nicht weiter und dann gehe ich nach Hause mit dem schlimmsten Gefühl der Welt. Das hatte ich immer wieder. War früher noch viel schlimmer, früher war ich dann richtig so, fuck, warum mache ich das? Ich sollte einfach aufhören mit Musik machen, ich kann das eigentlich gar nicht. So, also dass man wirklich sich halt komplett in Frage stellt. Krass. Das sind Abende auf jeden Fall, die nicht mehr so schlimm geworden sind. Also inzwischen bin ich gnädiger zu mir. Dann bin ich eher so, hey, chill mal, du bist eigentlich schon cool, du kannst es schon. So, du musst einfach nochmal morgen nochmal gucken, mal ein bisschen anders rangehen und so. Und manchmal, es klingt echt dumm, aber manchmal höre ich mir dann meine eigene Musik an, um mich davon zu überzeugen. So, dann, dann höre ich mir das an, denke mir so, ah, okay, ey, das ist schon cool, was du machst und so. Und das ist krass. Da ist, also man verunsichert sich selbst trotzdem immer wieder. Und scheitert halt auch an der Musik. Das ist nie verloren gegangen, glaube ich, seit ich das mache. Und es gibt andere Leute, die, finde ich, die machen das dann schlauer, die erkennen das früher. Die erkennen einfach, heute geht nichts, ich hau jetzt ab. Ich gehe nach Hause und gehe kochen oder irgendwie gehe weg. Ja. Und dann am nächsten Tag bist du nochmal ein ganz anderer Mensch gefühlt. Ja. Ich habe mal ein Bela B. Interview gesehen oder so. Und der meinte, dass, oder ich, ja,
ich glaube, es war BDB, der meinte, dass jeder Mensch so eine kreative Phase am Tag hat. Das ist wirklich tatsächlich, gibt es so eine Stunde oder zwei, da bist du am kreativsten. Mhm. Ich wollte das jetzt nicht so richtig glauben, aber ich habe das Gefühl, wenn du irgendwie 20 Jahre Musiker bist, dann schimmert das durch. Ja. So. Und der meinte so, er ist 7 Uhr morgens. Er stellt sich den Wecker, hat bis 9 Uhr dann einen Song geschrieben, danach kann er nichts mehr machen oder so. Irgendwie, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja. Es gibt auch ein ziemlich cooles Buch, das ist ganz dünn, das beschreibt so die Tagesabläufe von ganz vielen Künstlern und Schriftstellern. Ich weiß gerade nicht mehr, wie das heißt, das ist extrem cool. Oh, das hört sich geil an. Das will ich auf jeden Fall auch haben. Und das ist wirklich immer auch relativ kompakt, das ist dann irgendwie pro Person irgendwie so 3-4 Seiten. Und halt dann immer so, was hat er wann gemacht, so relativ regelmäßig. Und das ist echt auch richtig krass. Also es gibt natürlich da auch die Workaholics, auf jeden Fall, die viel arbeiten. Und dann gibt es aber manche Leute, ich weiß nicht mehr, wer das immer war, vor allem Schriftsteller habe ich so das Gefühl, die dann einfach, die stehen erstmal morgens auf, machen sie erstmal eine Stunde Sport oder so. Und dann nachmittags treffen die sich ja nur mit Freunden, gehen was essen oder so. Und dann abends, so 17 Uhr, wird dann so für eine Stunde was gemacht. Und dann geht's wieder essen und dann nochmal eine Stunde was machen und dann legt man sich wieder hin. So, das fand ich so krass, das war auch so. Ja, das ist aber auch, das war voll was Wahres dran, ne? Es gibt ja auch Leute, die nur noch unterwegs schreiben, zum Beispiel. Ja. Also gar nicht sich mehr hinsetzen und vielleicht dann nur noch aus den Fetzen, die sie nur unterwegs geschrieben haben, das dann. Ich finde auch zum Beispiel beim Texte schreiben, ich glaube, das kann da wirklich sehr wahr sein. Also. Ja. Das ist, glaube ich, sehr effektiv. Der Austausch ist so wichtig. Das ist so, du kannst viel mehr daraus ziehen, wenn du irgendwie unterwegs bist, mit Leuten redest und bla, als wenn du nur am Schreibtisch sitzt und irgendwie das runterschreibst. Das ist, glaube ich, auch wieder eine Charakterfrage, aber. Es ist auch eben, ich glaube eben, das beim Musikproduzieren geht es natürlich nicht, weil dieser ganze Prozess von einem Song fertig machen, der ist natürlich mehr als so in so einer kurzen Phase. Natürlich gibt es trotzdem kreative Phasen, wo du schnell vorankommst. Ja. Ich finde es da trotzdem schwerer zu channeln, aber ich kenne es zum Beispiel manchmal, dass ich Bahn fahre, ich mache halt sehr gerne in der Bahn Musik, jetzt gerade nicht mehr, weil mein MacBook weg ist, aber theoretisch mache ich halt immer mit dem MacBook in der Bahn Sachen und das ist halt schon geil, manchmal weiß ich halt, ich fahre jetzt irgendwie 3 Stunden mit dem ICE nach irgendwie 3-4 Stunden nach Hamburg und manchmal mache ich halt richtig geile Sachen in den 3-4 Stunden, wo ich dann auch merke, ich habe jetzt gerade diese Phase voll erwischt. Mhm. Die ist aber nicht immer da. Also es ist halt super komisch. Ne? Es ist einfach manchmal wie, ich verstehe das ja selber nicht. Es fühlt sich ganz unterbewusst an, ganz viele Dinge, die da passieren. Und auch Zufälle spielen wirklich eine große Rolle. Das ist auch zum Beispiel was ich häufig mache, wenn ich so Writers-Block habe, ist einfach Bullshit machen. Ja, komische Sachen machen. Irgendwas provozieren, irgendwas machen, was ich noch nicht gemacht habe. So. Zufälle produzieren. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich mir jetzt direkt aufschreibe. Das ist, finde ich, echt. Das bei Musik machen ist out O, ne? Ja. Ich habe auch zum Beispiel so zum Thema Texte schreiben. Es gibt jetzt irgendwie so eine, ich glaube, das ist eine App oder so. Die ist auch vor allem für Autoren gedacht. Und da kannst du halt einfach reinschreiben, ganz normale Schreib-App. Mhm. Aber wenn du irgendwie 10 Sekunden nichts schreibst, verschwindet deine Schrift nach und nach. Das heißt, du musst immer weiter schreiben, ansonsten verschwindet der ganze Text. Und das ist ziemlich krass. Da hat mir auch irgendein Typ davon erzählt, der eher so Kurzgeschichten schreibt. Und der meint halt, der macht das mal gerne so zwischendrin, weil er halt da lernt, so in so einen Flow zu kommen. Einfach weil er gezwungen wird, kommt er in so einen Flow. Und er meint, manchmal am Ende ist Müll, so was rauskommt. Und manchmal kopiert er es dann auch raus, damit es dann nicht mehr verschwindet. Ne? Aber, ja, cool, wenn die App dann noch so checken würde, ob du reimst oder nicht. Genau, ob die Rhymes, die Doppelreime am Start sind. Genau, wenn keine Doppelreime verschwindet, der Ja, ich finde, sowas fehlt eh noch. Ne? So richtig gute Reim-Apps gibt es noch nicht. Aber das ist vielleicht auch ganz gut. Für Double Rhymes. Ja, also du suchst auf jeden Fall, wir suchen gleich mal das Buch mit den Tagesabläufen raus ja, und dann schreiben wir das noch in die Linkliste. Ja, das ist echt cool, ja. Und vielleicht auch die App mit den verschwindenden Dings. Den Boah, Namen das, davon. Ja, da muss ich nochmal googeln. Das finden wir aber bestimmt recht schnell. Ja. Und dann für alle angehenden Künstler da draußen haben wir einiges an Material geliefert. Ja. Sehr gut, alles klar. Johannes, vielen, vielen Dank für deine Insights. Danke euch. Künstler live. Nice. Sehr gut. Plot unterwegs, erste offizielle Folge. Boom. We made it. Wuhu. Brr, brr. Tschüss. Ciao. Ciao. Podcast.
Podcast.